Hallo, ihr Disney-Park-Fans da draußen. Es ist Zeit für Mausgebabbel und zwar diesmal Folge 36. Und ich habe mir mal wieder ganz illustre Gäste, die ihr natürlich kennt, wenn ihr schon ganz viele andere Folgen von Mausgebabbel gehört habt, eingeladen. Und zwar sind es, ja, seit lange mal wieder dabei, Dörte und Thorsten von deindlrp.de. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, schön euch zu hören. Es ist ja irgendwie schon eine Weile her. Ich hatte jetzt irgendwie hier und da irgendwie so viele andere Gäste, die auch immer ich nochmal auf meinem Zettel hatte, aber die ganze Zeit immer gedacht, es wird Zeit, dass wir mal wieder eine Sendung machen. Und heute ist es endlich soweit. Also freut mich, dass ihr da seid. Wir haben auch alle Technikprobleme jetzt beseitigt und können. Ja, es ist immer schön bei so einem Podcast, ne? Man hört ja immer nur das finale Produkt, man hört aber nicht, was vorher so alles passiert ist. Wir sitzen hier schon eine Weile dran, um alles klar zu machen, aber jetzt funktioniert es. Umso schöner ist es, dass wir uns jetzt hier hören können. Und ich habe euch natürlich dabei, weil ich auch mal wieder eure lieblichen Stimmen hören wollte und die Hörer da draußen hoffentlich auch, aber weil ihr jetzt relativ frisch zurück seid aus Disneyland Paris. Und da ist ja gerade einiges Neues gestartet und dann habe ich mir gedacht, das ist doch ein guter Grund, dass wir uns mal wieder zusammensetzen. Ja, so wohltönend sind unsere Stimmen jetzt nicht, dass wir Let It Go anstimmen. Ich würde es versuchen. Ja. Sind die Hörer. Genau, ich weiß nicht, ob dann nicht das Mikrofon kaputt geht. Aber, nein. Wir haben es gerade alles erst hinbekommen. habt ihr ordentlich geübt bei dem Frozen Singalong, ja? Nicht wirklich. Nein. Also das ist ja eines der, ich meine, das hat ja jetzt nicht unbedingt was mit der Season zu tun, wobei man sich, glaube ich, wünschen würde, das wäre nur saisonal, ja. Aber ich glaube, das bleibt uns erstmal erhalten. Ja, es gibt ja jetzt die beiden neuen Seasons, die gestartet sind, die ersten beiden für dieses Jahr, das eine ist die Season of the Force, da kommen wir gleich nochmal zu, aber das andere ist die ja Season oder die Frozen Celebration, wie sie ja heißt, in Disneyland Paris. Riesengroß, massiv angekündigt, da schon irgendwie Werbung ohne Ende, weil klar, Frozen, damit lässt sich immer gut Werbung machen. Und dann seid ihr da hingefahren zur Eröffnung und habt wahrscheinlich gedacht, Wunder, was da jetzt kommt, ja. Voller Vorfreude. Und erzählt doch mal, also was habt ihr erwartet und was gab es dann wirklich? Also erwartet habe ich, oder wir beide, wirklich eine richtig gute Cavalcade, oder wenn man es heute nennt, Parade. Früher wurden ja die saisonalen Paraden Cavalcades genannt, was ein bisschen sinnvoller ist, finde ich, um es von der Hauptparade namentlich zu trennen. Das hat jetzt doch in den letzten Tagen auch für einige Verwirrung gesorgt in Facebook-Gruppe und so weiter. Und ich habe eine echt gute Parade, Cavalcade, erwartet. Denn wir haben ja wirklich in den letzten 2 Jahren wurden wir da ja wirklich verwöhnt. Da hat das Entertainment Department in Paris richtig gut was runtergerissen mit Pirate or Princess und mit Jungle Book Jive und mit der Halloween Cavalcade mit Mickey und mit der richtig Action auf den 4 Bühnen am Central Plaza, ja. Mit teilweise noch Einbeziehung der Castle Stage, mit Stop auf der Main Street. Also, wo richtig was runtergerissen wurde, und das war sowas der Art, habe ich mir halt auch erhofft. Nur dann kam halt ein Wagen. Ja, das wollte ich mal sagen. Dann kam 24 Tänzer, ein Wagen, fertig. Ja, und vor allem keine Shows, keine Vielfalt, ja, auf den Bühnen. Also Anna, Elsa und Christoph, die springen halt auf den 4 Bühnen hin und her. Winken ein bisschen winke, winke, gehen wieder runter, gehen auf die nächste Bühne, winke, winke, dann tanzen Christoph und Anna 2 Runden im Kreis auf einer Bühne und fertig. Und das ist was ganz anderes als das, was die letzten Paraden hatten oder Cavalcades hatten, dass auf jeder Bühne quasi eine eigene Show mit eigener Storyline, mit eigener Choreografie, mit eigenen Tänzern und so weiter stattfindet. Oder mit individuellen Tänzern. Hier sind die Tänzer, gibt ja nur 2 verschiedene Typen an Tänzern. Und nicht jede Bühne hat ihre eigenen individuellen, und das ist Außerdem ist der ganze Central Plaza ja dafür gesperrt. Ja. Davon haben, finde ich persönlich, die anderen Shows oder Paraden gelebt, dass die Zuschauer dicht dran waren. Und jetzt ist ja der ganze Central Plaza gesperrt. Man kann außenrum stehen. Und innen drin spielt sich ja das Getanze und Gewinke ab. Und
Das heißt, man steht ja auch relativ weit weg dann, ne? Also ja. Das ist es ja. Das war ja, wenn man sich auch jetzt gerade das Lion King Jungle Festival, da diesen Jungle Book Jive anschaut, da konnte man ja wirklich um dieser jeweiligen Bühnen rumstehen. Klar, wenn man, es sind natürlich vier Bühnen, wenn man, dann kommt man ja schlecht, kann man nicht hin und her rennen in der Regel, aber dann ist man nah wenigstens an einer dran. Mhm. Da war es jetzt so, man ist ja von allen irgendwie weit weg. Ja, und vor allem, wenn die dann auf der gegenüberliegenden Seite sind, siehst du ja irgendwie fast gar nichts mehr. Ja, ich meine, es gibt auch nicht wirklich was zu sehen. Das ist das Problem. Man hat wirklich Pech, wenn man an der Popcornbude Richtung Discoveryland steht. Ja. Denn da hält der Wagen. Und der parkt dann vor einem und dann sieht man den Wagen und das war's. Also ich meine, der ist vielleicht ganz nett anzusehen, aber nicht für 10 Minuten. Ja. Und ja. Also und ist das mehrfach? Also wahrscheinlich weiß man die Zeit, ne? Das kommt nicht überraschend, oder? Ja, ist das, viermal am Tag. Oh Gott, ich habe hier ein Programm, wir fliegen im Moment. Ich muss so aufpassen, dass ich 10:30, 11:30, 14:30 und 15:30. Okay, und dann, dann noch und dann noch die Parade, ja. So, und das ist, also ich war völlig von den Socken, ne? Ich meine, ja, der Wagen ist natürlich schön, wobei der ist schön groß, das muss man sagen. Aber so wirklich schön, also viel Eis, klar, was will man das Eis machen? Eis ist halt irgendwie weiß oder durchsichtig, ne? Das wirkt dann so ein bisschen fad. Auch wenn das Eis ein bisschen Figuren hat, klar, hinten drauf, und das muss ich schon sagen, ist ein relativ toller Animatronic. Der Sven, ja. Der Sven, genau. Der wirklich gelungen ist, der sich bewegt, der den Kopf bewegt und die Augen bewegt und so. Das sieht ziemlich gut aus. Als Freund von Animatronics war da natürlich relativ begeistert, als ich das gesehen habe. Aber ansonsten, ja, das war's dann. Ne? Also ich würde mich trotzdem an die Popcornbude stellen, damit ich einen guten Blick auf Sven werfen kann. Aber ansonsten, ich fand auch die Bilder, die ich gesehen habe, rein optisch waren die Damen jetzt auch nicht so toll gecastet irgendwie. Also ja, nicht nur die Damen, also auch der Christoph, den wir bei unserer ersten Aufführung da hatten, also ja, Entschuldigung. Ja. Da sind hier, Fasnacht steht bald an, wird man garantiert mindestens 10 Christoph sehen, die besser getroffen sind. Wahrscheinlich. Das war echt traurig. Ja, und dafür, und ich meine, das war es ja eigentlich, ne? Also, ja. Das war ja die ganze Frozen Celebration. Ist dieser Wagen mit dem kurzen Getanze, ja. Und dazu gibt es noch ein bisschen Essen, Trinken und Merchandise. Ja, ja, also ja, das zumindest was neu ist. Disney vermarktet ja mehr. Also Disney vermarktet ja im Animation Celebration mit dem Frozen Singalong als Teil der Saison, der Paradenwagen von Stars on Parade zu Frozen wird als Teil der Saison vermarktet und die Szene aus Illuminations wird als Teil der Saison vermarktet. Und Mickey and the Magician. Was erst im Februar wieder startet, weil da noch Frozen-Szenen dabei ist, wird als Teil der Saison vermarktet. Das ist natürlich Unfug, weil es wieder Saison alles oder. Ja, das ist ja Augenwischerei. Ich meine, sind ja Dinge. Frozen ist bei Mickey and Magician schon die ganze Zeit dabei gewesen. Ja, bei Illuminations auch, seit das läuft. Ja. Und die Stars on Parade hat auch einen Frozen-Wagen, seit sie läuft. Ja. Also. Ja. Also ich kann vielleicht, ein bisschen deutlich zu machen, wie wenig das ist bei der Parade auch. Meine Rechnung, Kalkulation zum Fotos aufnehmen. Mal erzählen, also sind ja extra donnerstags schon hingefahren, nee, mittwochs schon, weil es ab donnerstags eventuell Soft-Openings geben sollte, kam keine, freitags dann auch nicht, obwohl sogar in den Hotels an Rezeptionen gesagt hatten, gibt Soft-Opening heute, kam keins. So, und dann war meine feste Planung, ich brauche von Samstag bis Montag, Dienstag, muss ich sehr viele Shows sehen, um genug Fotos zu kriegen, weil ich normalerweise bei Pirates and Princess zum Beispiel an jeder Bühne auf dem Central Plaza zweimal stehe, um mit zwei verschiedenen Objektiven zu fotografieren, an der Carson Stage zweimal und am Main Street zweimal. Bei Channel 5 an den vier Bühnen und dann nochmal, wenn die Wagen aus dem Fenster kommen und so weiter. Also ich brauche so 8 bis 12 Shows, um genug Fotos zusammenzukriegen. Und so habe ich auch wieder geplant. Ja, und dann war ich Samstag nach der zweiten Show, war ich fertig und dachte, ja gut, und jetzt? Ja. Weil es gab nicht mehr zu fotografieren. Selbst wenn du mit Objektiven wechseln wolltest, es war einfach, ja, war nicht nötig, es öfter Wahnsinn. Zu sehen. Ja. Das war echt
Also das ist ja wirklich fragwürdig, dafür auch so viel Werbung. Also ich kann das nicht verstehen. Und dann, vor allem, wir waren ja alle voller Vorfreude, gerade nach dem letzten Jahr. Ich meine, immer wenn ich mit irgendwem hier in der Sendung drüber geredet habe oder auch sonst mit allen, hieß es, ach ja, nach dem Lion King and Jungle Festival, ne, weiß, hat man wieder gesehen, Disney vor allem in Paris weiß, wie man Shows produziert, sonstiges. Genau. Ja. Und dann haben alle gedacht, boah, also dann gerade bei Frozen, was ja das größte Franchise ist, was Disney gerade irgendwie schon seit einiger Zeit zu bieten hat. Und was da auch wirklich irgendwie da viel rausgeholt wird. Und dann kommt da irgendwie nichts. Also, ich glaub, das ist genau die Sache. Die haben sich einfach auf den, da reicht der Name und fertig. Machen wir mit möglichst wenig Aufwand das meiste für uns draus. Ja. Also, so kommt es mir vor. Ist komisch, ne? Und gut, wobei man es schon sagen muss, was hier auch noch zu der Frozen Celebration gehört, ist ja die Show auf dem See, die Abendshow, die es jetzt dreimal auch nur gab oder geben wird. Ja, also, da dachte ich, als sie angekündigt wurde, ich weiß nicht, Oktober oder wann das war, als da die erste Meldung kam ja nur der Name Magic Over Lake Disney The Frozen Edition. Und ich dachte, ja, wow, jetzt gibt's da. Also kam schon ziemlich schnell danach, nur an ausgewählten Abenden. Da dachten wir, naja gut, dann eben nur am Wochenende oder was während der Saison. Aber dass es dreimal stattfindet, das ist echt. Also. Das ist ja völlig absurd. Also ich glaube auch, ne, wenn man mal allein die Kosten, das da aufzubauen, ne, lohnt sich ja gar nicht für nur dreimal. Und es wäre ja ideal gewesen, um wenn der Park und Disney in Paris macht ja bekanntermaßen relativ früh zu. Denn dass du irgendwie an dem Abend dann noch deine kleine Show hättest, du könntest komplett den hinteren Teil des Disney Village beleben, damit nicht jeder einfach nur zum Auto oder zum Bus rennt oder zum Zug, sondern auch mal da hinten raus. Du hättest ja einen riesen Mehrwert. Und das vieles davon ist ja ohnehin Lasershow und Gedöns. Also das kannst du doch auch allabendlich laufen lassen. Oder zumindest vielleicht, weiß nicht, wie das mit der Lärmbelastung da ist. Das ist immer so ein Thema mit Feuerwerk abends. Aber ja, also nur dreimal. Ja, das ist ja auch nicht spät abends, es war um 20.30 Uhr. Also das ist ja außerhalb jeder Ruhezeit. Aber weil die Kosten relativieren sich ein bisschen dadurch. Es heißt jetzt ja auch The Frozen Edition. Das heißt, es wird auch zu anderen Saisons wahrscheinlich was geben. Das heißt, insgesamt heißt das Konzept ja Magic Over Lake Disney und dann Doppelpunkt The Frozen Edition. Da wird es wahrscheinlich auch eine Marvel Edition oder sonst irgendwas geben. Denke ich zumindest. Das heißt, die Kosten relativieren sich ein bisschen. Aber dennoch finde ich es halt kritisch. Die Saison geht bis 4. Mai, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, genau. Ja. Mhm. Also viereinhalb Monate und dann findet in den ersten drei Wochen findet innerhalb von einer Woche, das war ja 24., 27. und 29., aber innerhalb von neun Tagen, findet dreimal die Show oder diese Show statt, die als Teil der Saison vermarktet wird. Und in den circa 15 anderen Wochen der Saison findet sie kein einziges Mal statt. Das ist totaler, das passt auch überhaupt nicht. Also ich weiß auch nicht, was die damit sich gedacht haben. Also es gab ja immer schon im November diese Bonfire Nights, auch drei Tage. Mhm. Aber das wurde ja nicht als Saison vermarktet. Ja, sondern und das hat ja auch einen Hintergrund. Genau, das ist dieser Anlass Bonfire Nights eben. Aber wieso dann dieses Frozen-See-Gedöns dreimal? Da hätten sie auch gar nicht machen können. Also, ich verstehe es nicht. Ja, eben, ne? Oder dann vor allem dann auch irgendwie so komische Abende. Also, wenn es dann am ersten Abend und am letzten gemacht hättest oder an so speziellen Abenden. Mhm. Aber das sind ja auch so drei Daten ohne irgendwelche Relevanz. Auch jetzt nicht irgendwie drei Abende hintereinander, sondern dann geht die Frozen Celebration los. Dann zwei Wochen später ist irgendwie mal einmal was auf dem Lake und dann irgendwie eine Woche später nochmal und zwei Wochen später nochmal irgendwie gefühlt. Also das ist irgendwie, das klingt alles so ein bisschen wirr und durcheinander und ist nicht wirklich zu erkennen, warum so wenig, warum an den Daten, was man überhaupt damit will. Ne? Ja, also das Einzige, was ich mir dazu vorstellen kann, sie überlegen das für irgendwas anders später größer einzusetzen und das ist so eine Art Testlauf gewesen, also nicht nur technischer Testlauf, sondern auch, wie es mit Publikum funktioniert. Anders kann ich mir kaum erklären. Ich kann mir das schon mal erklären, weil es ist zum Anfang der Saison und zwar deshalb, weil die Leute damit, das wurde ja auch live gestreamt, die Leute damit auch ein bisschen angeheizt werden sollen. Oh, Frozen-Saison, da findet sowas statt. Und ein Großteil der Leute, seien wir ehrlich, sieht das
findet statt, sieht, oh, Frozen-Saison findet bis dahin statt und das ist Teil der Saison, geht einfach davon aus, dass das regelmäßig stattfindet. Das ist eine Werbemaßnahme, um Leute anzulocken. Ja, Lockangebot. So nach ja klar, aber du fährst ja die Leute sauer, ne? Weil dann sind, wenn alle hingehen und keiner das irgendwie je erleben kann. Dem am ersten Abend ja auch noch kaum was sehen konntest. Also ja, gut, ich meine, das war jetzt Wetterpech, wenn ja, der Leben halt führen, ne? Ich meine. Da bin ich mir aber nicht mal so sicher. Wir hatten von der Userin gerade einen Reisebericht Kurzbericht in unserer Gruppe. Und die schrieb dann, ja, sie sind wegen der Frozen Season hingefahren, haben es jetzt aber gar nicht geschafft, die Parade zu sehen, weil so viel anderes zu tun war und es war trotzdem so toll. Das heißt, die setzen dann schon drauf, dass die Leute dann von anderen Sachen, die da sind, dann sozusagen beruhigt werden und vielleicht auch gar nicht mehr dran denken, dass es die Show noch geben sollte. Also für mich ist das wirklich, weil es macht ja auch keinen Sinn, der 24., der 27., der 29. Davon ja. Machte der 24., das war ein Freitag, vielleicht noch Sinn, der 27. Montag, 29. Mittwoch. Also heute. Das an zwei Tagen unter der Woche zu machen, die in der besucherschwächsten Zeit des Jahres liegen. Und das sind wir im Januar. Die stärkere Zeit kommt jetzt im Februar oder eine etwas stärkere Zeit in den französischen Schulferien. Dann hat man, meine Idee ist, man hat sich gedacht, okay, wir haben so 11., 12. Rum, da ging ja die Saison los. Da haben wir Aufmerksamkeit, weil da wird auch pressemäßig drüber berichtet und so weiter, dass das stattfindet. Da werden die Leute schon mal angeheizt zu kommen. Und jetzt zwei Wochen später hauen wir dann nochmal sowas raus, was nochmal Leute anheizt und dann kriegen wir gute Buchungsraten und die Leute kommen, um die Frozen Season zu sehen, weil Frozen zieht. Klar. So, und dann haben wir die erstmal. Aber ja, aber ich meine, das gut. Ja, nun ist nicht immer jeder so involviert wie wir und wissen, dass diese anderen Sachen ja das ganze Jahr über teilweise laufen oder so. Die denken dann, hey, cool. Ne, es ist alles für Frozen. Ich meine, die werden auch ihre Kundschaft kennen. Und du hast gerade in Disneyland Paris, würde ich mal behaupten, noch mehr Laufkundschaft als jetzt in Disney World oder so, wo die Leute noch mehr planen und sich mehr damit auseinandersetzen. Da fahren Leute einfach hin, vielleicht die in Paris sind, oder die sagen, komm, ich düste mal hin mit den Kindern und keine Ahnung und guck mir das mal an. Insofern, denen fällt das nicht so auf wie uns. Aber trotzdem, gerade die würden sagen, oh, das würde ich gerne sehen und stellen dann fest, oh toll, es waren nur drei Abende. Weiß ich nicht. Gut, die regen sich dann zweifelnd nicht auf, weil die haben trotzdem eine gute Zeit und dann ist es auch okay. Ne? Vielleicht ist das was nur uns Experten auffällt, aber trotzdem ist es komisch. Ich kann es mir nicht so wirklich erklären. Und vor allem, ja, Dörte, da gebe ich dir auch recht, ne? Vielleicht wollten sie ein bisschen testen, aber dann brauchen sie es ja dort nicht testen, weil jetzt zwei, drei Jahre in die Zukunft geguckt, dann hast du ja den eigenen See in den Studios mit einer Abendshow. Dann brauchst du auch nichts mehr auf dem Lake Disney machen, ne? Also, ja. Dann kannst du jetzt auch noch warten, ob du jetzt drei Abende irgendwas machst, bevor du da jetzt was Riesiges aufbaust. Vielleicht sind die ersten Sachen schon geliefert worden und die wussten nicht, wohin damit, dann haben sie es jetzt mal ausgepackt. Das kann ja auch sein, ja. Zutrauen würde ich denen vieles. Ja, das stimmt, ja. Also, so aber ist halt schade, es wäre Potenzial da gewesen. Ja. Du hättest eine richtig geile Saison mit derselben Mühe, die du gemacht hast für die letzten Saisons. Hätte man damit eine richtig geile Saison machen können und ja, und das hat man halt nicht. Und das finde ich schade. Weil auch die Diskussion hatten wir gestern unter unseren Moderatoren, auch bei der Magic Over Lake Disney Show, ja, im Prinzip ist es ein bisschen einfach nur synchronisiert, Feuerwerk, Laser und Musik, ohne dass da irgendwelche Storytelling stattfindet. Das ist auch total verschenktes Potenzial. Ja. Genau das verschenkte Potenzial hast du bei der Parade. Und ich hätte die über einen grünen Klee gelobt, wenn die es nochmal hingekriegt hätten, eine Parade zu machen, wo einfach geile Stimmung gewesen wäre. Das vorhin mit den Fotos gesagt. Ich habe dann, normalerweise bin ich nicht so der Show-Fan. Wenn ich eine Show 8 bis 12 Mal gesehen habe für Fotos, dann reicht mir es. Aber beim Jungle Book Jive habe ich mich dann auch danach noch dreimal hingestellt in der einen Woche, um einfach die Show zu sehen, weil ich es so klasse fand. Und ich hätte die total hochgejubelt, hätte sowas nochmal auf die Beine gestellt. Und dann, ja, und das ist nicht nur schade, weil es Erwartungen nicht erfüllt, sondern weil auch einfach Potenzial da gewesen wäre. Ja klar, Frozen bietet genug Potenzial. Du hast jetzt auch einen zweiten Film, der relativ erfolgreich war. Du hast noch eine ganze Menge mehr, auch an kleineren Charakteren oder wie auch immer. Ja, also da kannst du ja super viel draus machen. Ne? Ja, es ist ja ohne riesigen Aufwand. Warum gibt es kein Meet and Greet mit Anna und Elsa? Ja, da war immer die Begründung, die hatten wir einmal, da waren die Wartestreiken 5-6 Stunden, das wollen wir keinem zumuten.
ja, dann nimmst du halt die blöde Line Bertie ab, die gibt's ja jetzt eh schon, und nimmst ja für die beiden. Da gibt's dann auch frustrierte Leute, die keinen Termin bekommen, ist klar, aber die Wartezeit hältst du in Grenzen. Ja, ich meine, das Argument ist halt immer, denn, aber wenn da sechs Leute, die, wenn da sechs Stunden lang die Leute stehen, zeigt es dir ja, dass das auch, dass da Bedarf für da ist. Das wird ja, keine Leute sagen. Das ist wie wenn du sagst, du machst Rise to Resistance nicht auf, weil da kommen zu viele Leute extra hin und wollen das fahren. Also, ja, aber das ist ja immer das Argument, was geliefert wurde, warum es Anna und Elsa einfach nicht gibt. Es gab vor, ich weiß nicht, 3 Jahren oder sowas, während der Weihnachtssaison mal wieder einen umgemodelten Prinzessinnenwalzer auf der Castle Stage mit Anna und Elsa. Warum gibt's den jetzt nicht zur Frozen-Saison? Ja. Die ganze Choreografie, Kostüme und alles ist ja vorhanden. Das ist ja nicht eingestampft. Das ist ja irgendwo da. Ja, und Tänzer hast du ja auch genug da. Du musst noch die anderen Shows bestimmen. Von mir aus noch ein paar Tänzer casten. Also es sind 24 Tänzer. Ja. Bei Jungle Book Jive waren, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auf jeder Bühne 4 bis 8 oder so. Genau. Ja. Tänzer. So, du hast die Anzahl der Tänzer ohnehin da. Du hättest nur individuelle Choreografien auf den einzelnen Bühnen geben müssen. Du hättest ja gar nicht mehr Tänzer gebraucht. Du hättest nur auf jeder Bühne was anderes machen lassen müssen. Und ich habe das gesehen, die sage ich mal, die tanzen da vor sich hin mit Fahnen in der Hand irgendwie in der Reihe, ne? Das macht denen auch wirklich nicht viel Sinn. Und ich verstehe auch nicht, warum du die Leute dann auch nicht daran lässt, ne? Dann park den Wagen doch wenigstens in der Mitte zwischen den 4 Bühnen und gib die Straße irgendwie wenigstens frei, dass die Leute einfach ein bisschen näher an die Bühnen kommen. Aber dass vielleicht auch die ganze Straße weiträumig abgesperrt ist, dann siehst du ja wirklich in der Tat nicht so viel. Also da kann ja auch gar keine Stimmung aufkommen. Und vor allem, wenn ich da schon stehe und da so super abgesperrt bin, dann erwarte ich auch, oh, Wunder, was da jetzt kommt, ne? Und dann sehe ich irgendwie, da brauchst du so Ferngläser ausgeben, damit du da alle Bühnen noch sehen kannst, ne? Und weil da 3 Leute drum tanzen. Echt ernüchternd. Die Musik ertönt, wir standen da ewig und oh, es geht los. Dann kamen die ersten Tänzer, ja, super, super. Also es war wirklich sehr nüchterne Stimmung insgesamt dabei. Also musste jeder erstmal verarbeiten, was da jetzt gerade passiert war. Naja, also irgendwie scheinen die ja so ein bisschen Probleme schon zu haben, weil wenn ich mir, also irgendwas ist, ja, die Jungle Book Celebration Geschichte war wirklich gut, aber danach auch haben sie sich ja auch wieder nicht so mit Ruhm bekleckert, wenn ich an diese Villains Geschichte da denke. Das war ja jetzt auch, naja, da hat man auch gedacht, oh cool, Wunder, was das ist, ne? Und dann waren es irgendwie 3 Lieder und 5 Tänzer und irgendeine Einleitung für die Charaktere, für die Villains und so. Also hätte man auch mehr machen können. Irgendwie manchmal, ne, sind die ein bisschen, weiß ich nicht, faul oder so. Die haben so gute, einfallsreiche Leute, aber ja, ich kann's nicht verstehen. Ich glaube, also beim, was Gründe sein können, ist einerseits, dass wohl bei Lion King and Jungle Festival das Budget gnadenlos überzogen wurde. Mhm. Das hieß ja, dass deshalb auch das Theater, also die Chaparral Stage, nicht rechtzeitig der Umbau fertig wurde, dass die Railroad wieder fahren konnte, etc., was ja jetzt erst mit Testfahrten der Fall ist. Das sollte ja ursprünglich vor dem Start des Festivals schon soweit sein. Und dass man das einerseits jetzt Budgetprobleme hatte, das ist die Erklärung, bei der ich noch sagen würde, dafür können sie nichts, das ist dann halt nun mal so. Ja. Eine zweite Erklärung ist allerdings, und das ist dann für mich, die ist genauso wahrscheinlich, oder vielleicht spielt auch beides zusammen, aber da habe ich dann, kann ich nicht mehr sagen, okay, da könnten sie nichts für, ist, dass die Idee war, ihr Frozen zieht doch immer. Warum sollen wir uns denn Mühe geben? Denn es war außerhalb von uns Fans, die vielleicht, oder Hardcore-Fans, die auch auf so Details achten, wenn ich mir viele Kommentare von Gästen anschaue, ist ganz viel, ja, unsere Tochter hatte Spaß dabei und hat getanzt und war so froh Elsa zu sehen. Elsa zu sehen, ja. Und das ist das Ding, die Leute sind gar nicht unzufrieden mit der Show. Wir als Hardcore-Fans, die dann halt auch ein bisschen meckern und denen zwar. Ja, wir ziehen den Vergleich zu dem, was vorher da war. Ja, und andere sehen es einfach, ja, es ist eine Gelegenheit, Anna und Elsa zu sehen. Die war klar, man muss ja mal wissen, ja.
man muss ja mal ein bisschen auf die Zielgruppe achten, ne? Ich meine, das gleiche wie mit dem Frozen Singalong, ne? Also da habe ich auch Videos angeguckt, aber auch gedacht, naja, aber nun bin ich halt nicht die Zielgruppe, ne? Nun bin ich wahrscheinlich eher die Zielgruppe für Smuggler's Run, ne? als jetzt dafür. Ja, und wahrscheinlich, wenn die heute die Teacups nochmal aufmachen würden, würde ich auch sagen, ja, was ist denn das? Und du hast halt trotzdem einen Haufen Leute, die fahren das und Kinder fahren das oder wie auch immer, ne? Also aber bei Animation Celebration höre ich wenig wirklich positive Kommentare, weil die Organisation da drin einfach so katastrophal ist, dass kaum jemand am Ende Spaß hat. Also, und bei uns war es auch so, also ja, das heißt ja, die Sitze wurden zum Beispiel rausgenommen, das ist was ich für einen großen Fehler halte, die Sitze rauszunehmen, weil wenn du sitzt, sehen einfach alle besser, die Bühne ist ja auch nicht so sehr hoch, also aus einer stehenden Position ist das schwierig, wird deshalb rausgenommen worden, weil die Idee war, dass im ersten Raum die Leute mittanzen, bei dem, also wenn sie von Anna und Christoph zum Tanzen angelernt werden. Gut, das könnte sein, wenn das wirklich passiert, aber bei uns war so, waren vier Kinder drin. Aber trotzdem war totenstille. Es war still und die Leute standen da, haben geguckt. Das hat schon ein bisschen was von Realsatire gehabt, als dann Anna und Christoph sich so bedankt haben, dass alle so toll mitgemacht hätten. Es hat nämlich wirklich keiner mitgemacht. Keine Kinder, bitte. Nichts. Es war, die Show kam einfach nicht an. Und dabei haben die auf Französisch und Englisch hin und her gewechselt, so dass jeder, der eine der beiden Sprachen kann, auf jeden Fall alles verstehen konnte. Und durch die ganzen Gesten, sag ich jetzt mal, kann auch ein deutscher Besucher, der weder Englisch noch Französisch kann, sehen, was er jetzt mit seinen Händen und Armen da rumwedeln soll. Ja, aber ich glaube, das ist nicht so wirklich europäisch, da überall sich zum Affen zu machen. Ne? Also ich glaube, das kannst du in den USA gut bringen, das kannst du in Asien, vor allem in Japan, gut bringen, dass die Leute da mitmachen und da offen sind und Spaß dran haben. Ich glaube so, der gemeine Europäer guckt sich das immer erstmal irgendwie skeptisch an, hat dann keine Lust, dann irgendwie dann da rumzuhampeln. Dann hast du im Zweifel noch eine dicke Jacke an, weil es irgendwie draußen kalt ist und sonst was. Und so. Und das wundert mich nicht so sehr, dass das hier nicht ganz so ankommt wie vielleicht auf anderen Orten der Welt. Ja, das denke ich auch. Da bin ich ganz bei dir. Aber das hätte ja mal irgendein Verantwortlicher auch irgendwie erkennen können. Also nur mal so als Gedanke. Klar, das ist vielleicht dann jetzt einer der Nachteile, wenn die Disney Company wieder mehr Einfluss hat, dass man doch wieder zu sehr vergleicht und denkt, was in einem Park geht, geht in dem anderen Park auch. Ne? Das kann natürlich, obwohl der Vorteil ist, dass man jetzt irgendwie viel Geld investiert, so auch der eine oder andere Nachteil sein. Ja, möglich. Also und ja, die Show, ja. Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, ich wollte mir es angucken auf YouTube und habe es noch nicht mal geschafft, mir komplett anzugucken, weil es mir irgendwie, ich habe auch irgendwie durchgeskippt und habe gedacht, naja. Und ich hatte erhofft, dass man da ein bisschen mehr draus macht, dass man das vielleicht so ein bisschen macht wie bei Beauty and the Beast im Magic Kingdom mit irgendwie noch einem coolen Effekt vom einen Raum in den anderen zu gehen oder irgendwie sowas. Ja, man geht ja von einem Raum in den anderen und das ist das große Problem. Wenn du im ersten Raum Platz hast, von dem du was siehst, kannst du dich im zweiten kannst vergessen. Also ich habe im zweiten Raum, ich habe Elsa nicht gesehen. Ich habe Olaf nicht gesehen. Ich habe einmal Anna und Christoph aus dem Augenwinkel erhascht. Ja, das ist naturgemäß, weil eben du ja nicht feste Reihen hast, wie zu dem Zeitpunkt, als die Sitze noch drin waren, du einfach in deiner Reihe weitergelaufen bist auf neue Plätze, sondern klar, diejenigen, die in der ersten Szene am weitesten hinten stehen, sind diejenigen, die als erste durch die Tür zur zweiten Szene gehen. Mhm. Sind dann entsprechend weit genug vorne. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann sind einmal gut, die anderen gut, einmal die ja, klar. Das ist fair. Aber man hätte einfach die Sitze drin lassen können und alle hätten weiterhin gut gesehen. Das ging ja vorher bei Art of Animation auch. Er ist recht, weil bei uns es war Leute in der ersten Reihe, ich verstehe es nicht, warum haben die ihre Kinder auf die Schultern genommen? Das habe ich gesehen, das Bild bei euch. Ja. Das war ja nun wirklich eine Frechheit. Noch ein Handy oder Tablet weit von sich gestreckt. Seitlich von sich, so dass das Kind auf den Schultern sitzt und das Handy noch so gehalten, dass es nicht vor den eigenen und vor den Augen des Kindes ist, sondern rechts von der Schulter. Ja. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, das ist wirklich irre, ne? Ja. Ja klar, also ich meine, das ist ja generell das Thema auch beim Feuerwerk. Ich sag ja auch immer, wenn einfach alle sitzen würden, bei allen Sachen, da wird jeder gleich gut sehen. Ja. Und also die Show wäre kein Deutsch schlechter,
wenn die Sitze drin geblieben wären. Es hätte halt nicht das Rumgehampel. Klar, wenn eh keiner tanzt, dann musst du dann mach halt wirklich ein Singalong, singen kannst du auch im Sitzen. Mhm. Und dann, ich spare dir das Tanzen, was wahrscheinlich, ja, also in einem Park in Europa ohnehin keiner macht. Ja. Ja. Also das Singalong in der Chaparral Stage, das hat ja funktioniert, da haben Leute auch mitgesungen. Aber hier ging es mehr ums Tanzen als ums Singen und das funktioniert eben nicht. Ja, schade. Also ist ein bisschen vertane Chance. Aus so einem guten Franchise muss man ein bisschen mehr machen. Aber ich meine, trotzdem, ne, es ist ja trotzdem schön hinzufahren. Es ist jetzt nicht so, Gott, fahrt bloß nicht hin, sondern ne, fahrt halt hin, aber erwartet jetzt von Frozen nicht so wahnsinnig viel. Ja. Also wenn ihr ein Kind habt, das Anna, Elsa begeistert ist, dann wird das Kind glücklich sein. Ja. Wenn man wirklich Ansprüche stellt an Choreografie, an Musik, die ich auch noch relativ schlecht arrangiert finde, an Show, an Story, dann wird man keine Freude haben. Aber wenn man seine strahlende Kinderaugen sehen will, hat man Freude, weil das wird mit großer Wahrscheinlichkeit passieren. Ja, und das ist ja, was ich immer sage, wir meckern halt ja eigentlich so ein bisschen aus Liebe, weil wir einfach ganz andere Standards und Maßstäbe ansetzen an Disney und Erwartungen haben, die, wo wir auch wissen, dass sie die eigentlich erfüllen können. Ja. Und dann ist es halt immer wieder mal schade zu sehen, wenn sie es halt doch nicht machen, warum auch immer. Ja, das ist das Problem, genau. Also muss man eben aus zwei Perspektiven betrachten. Also einfach, ich sag mal, wie Thorsten vorher sagte, der Hardcore-Fan und der Gelegenheitsbesucher. Ja, aber dafür gibt es ja zeitgleich zwei Seasons. Und dann springen wir doch mal, also haken wir mal Celebration ab. Ich glaube, mehr ist es auch nicht wert, das irgendwie drüber zu reden. Auf eurer Seite, beziehungsweise auf eurem YouTube-Kanal, der heißt ja auch dein DLRP, da habt ihr auch ein Video, ne, von dem Ganzen. Ja, genau. Mehrere. Genau, da. Parade, wir haben einen Vlog zur ganzen Saison und wir haben eine Saisonzusammenfassung, wo alles nochmal erklärt wird. Ja. Drei Stück. Also ja, dann nix wie drauf. YouTube, dein DLRP, da findet ihr das Ganze. Wenn ihr jetzt denkt, wovon reden hier die ganze Zeit, dann guckt euch das doch mal im Video an. Ja. Ja. Könnt ihr alles dazu sehen. Genauso habt ihr ja da auch einiges zu sehen zu der aktuellen Star Wars Season, die Season of the Force. Und da hat sich ein bisschen was geändert, ne? Ja, es gibt einen neuen Programmpunkt. Das ist das First Order Recruitment. Und außerdem hat die Abendshow Star Wars Galactic Celebration und die Show Legends of a Galaxy Far, Far Away haben neue Szenen aus dem neuesten Film bekommen. Aus dem neuesten Film. Genau. Es ist auch das letzte Mal, dass diese Season stattfindet. Genau. Verstehe ich zwar jetzt nicht so ganz, also klar, jetzt ist natürlich auch die Filmsaga abgeschlossen, ne? Aber ist ja nicht so, dass man sagt, okay, man verabschiedet sich jetzt komplett von Star Wars. Nee, es gibt vor allem die Kenobi-Serie ist in der Mache, soweit ich weiß. Eben. Clone Wars geht weiter. Also, es kommt doch jetzt auch der Film. Mandalorian, ne, Riesenhit, kommt auch Season 2 nächstes Jahr. Ach, der war schon, oh ja, ich bin ja. haben wir auch nicht ein paar Mal gesehen. Ja. Nehmt Leute nicht so ernst. Ja. also deswegen, ne, ich kann das nicht nachvollziehen, warum, weil das ist schon eine Season, wo ich sagen muss, die hat schon ein bisschen mehr in sich. Klar, auch da ist jetzt nicht irgendwie so viel, es ist so, als wäre der ganze Park in Star Wars verwandelt und man hat das Gefühl, man ist in Galaxy's Edge oder so. Es ist auch nur ein bisschen kleinere Dinge, aber die finde ich toll und vor allem finde ich die Abendshow Galactic Celebration super. Und also deswegen verstehe ich, also es ist schade, ne, dass gerade diese Season dann irgendwie später nicht mehr kommen wird. Habt ihr eine Überlegung, warum? Ich denke einfach lang genug gelaufen, viermal Zeit für was Neues. Also wir haben die Season, wir haben sie auch irgendwann Review zugemacht und haben sie auch nicht gut bewertet, muss man ehrlich sagen. Liegt daran, dass eben ja das, was Galaxy's Edge zum Beispiel so ausmacht, das ist so immersiv wie irgendwas, das ist da halt nicht wirklich der Fall. Aber ich muss sagen, ich hatte sogar Spaß dabei. Also weiß gar nicht warum, was anders war. Es hat sich besser angefühlt als bei den letzten Malen. Ich habe den Eindruck, die Stormtrooper und so weiter, die auf dem Production Courtyard besser agiert, waren glaubwürdiger, haben oder nicht nur die Stormtrooper, sondern auch Vader und so weiter, wer da alles rumgelaufen ist. Und die Abendshow war die ganze Zeit super.
also Galactic Celebration, das war die ganze tolle Projektionsshow, aber mir hat es echt Spaß gemacht. Mhm. Es war echt langsam und es kam Stimmung auf, ja, und es war erstaunlicherweise, hat mir das im Längen besser gefallen als Frozen Celebration. Gut, bei dem Vergleich, das kann ja dafür sein, dass ihr von Frozen so enttäuscht wart, ja, dass dann der Vergleich natürlich Star Wars umso schöner war. Ne? Ja, natürlich, dass wir definitiv mit reingespielt haben. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber wie gesagt, ich meine, das ist auch was, ne, Star Wars, jetzt ist man vielleicht auch gerade so ein bisschen mehr drin. Also mir geht's zumindest so gut. Nun, hatte ich auch viel erwähnt, Rise of the Resistance erleben dürfen. Dann kurze Zeit später den Film gesehen, jetzt auch Mandalorian gucken können. Und dann bin ich gerade so ein bisschen auch im Star Wars-Fieber. Und dann ist das nochmal, habe ich dazu jetzt persönlich gerade mehr Bezug als zu Frozen, wenn ich ehrlich bin. Ne? Also das kommt auch noch dazu, gerade im Vergleich der beiden Seasons oder Celebrations. Und dann, ja, haben wir gehört, eben Frozen ist nicht so, trifft nicht ganz so die Erwartungen, die hohen. Und deswegen, glaube ich, sieht dann Star Wars gar nicht so schlecht aus. Ja, aber ich verstehe zwar immer nicht, warum man es dann jetzt nicht mehr macht. Vor allem, weil ja immer noch aktuell sich das eigentlich die Planung ist, dass hier auch Star Wars in die Studios kommt. Also mit der Erweiterung, die geplant ist, soll es ja ein Frozenland und ein Star Wars Land geben. Da gibt's jetzt schon wieder die wildesten Gerüchte, Star Wars kommt vielleicht doch nicht. Ich sag ja die ganze Zeit, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Star Wars kommt, weil nachdem ich jetzt Galaxy's Edge erleben durfte und ihr ja auch schon, ist wirklich die Frage, macht das dort Sinn? Vor allem, wenn man nicht diesen Platz hat, eine abgespeckte Variante dorthin zu bauen. Lohnt sich das überhaupt? Lohnen sich die beiden Attraktionen? Ich sage, die funktionieren beide nicht, mehrsprachig und auch in Europa nicht, eventuell. Vor allem auch da nicht, wenn man den Platz nicht hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass da vielleicht sogar was dran ist, weil dass man sagt, okay, man sattelt irgendwie doch um. Ja, ich weiß nicht, wie seht ihr das Thema Star Wars in den Parks? Also, den Platz, also vor allem in den Studios. Den Platz hat man. Man nutzt sie nur nicht. Also, weil da ist ja, es ist ja noch, also noch riesige Erweiterungsfläche da eigentlich für die Studios. Die wurde teilweise künstlich verkleinert, indem man den Bereich des Val d'Europes mehr ausgebreitet hat, als das ursprünglich vorgesehen war. Aber selbst jetzt wäre noch einiges an Erweiterungsfläche da. Es ist halt nur nicht mehr Platz dafür vorgesehen. Ich glaube auch nicht, dass es funktioniert. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass es nicht kommt. Also ich kann mir es deshalb nicht vorstellen, weil die Verfahren, bis sowas gebaut werden kann, in Frankreich, wir kennen das ja aus Deutschland schon, wie lange so ein Projekt dauert, umsetzen. Und in Frankreich sind die noch, soweit ich weiß zumindest, noch viel intensiver, die ganzen Planfeststellungsverfahren und die Bürgerbeteiligung und so weiter. Und die sind auch, soweit ich weiß, sind die wenn jemand das französische Baurecht besser kennt, bitte gern korrigieren. Aber wenn ich die Unterlagen, die ganzen Mappen aus der Öffentlichkeitsinformation anschaue, sind da Teil der Information die exakten Baupläne. Was die Gebäudestruktur angeht, was die exakten Quadratmeterzahlen angeht, etc. Und sobald sich das ändert, müsste das ganze Verfahren von vorne beginnen. Mhm. Das heißt, man braucht komplett neue Umweltgutachten, man braucht komplett neue Lärmgutachten. Die Lärmgutachten sind eben, weil ja die Wohnbebauung, weil da wird zwar ein Wall hinkommen als Lärmschutzwall und es wird quasi so eine Art Schutzgürtel aus Bürogebäuden gebaut, die keine Wohnungen haben. Aber trotzdem ist man relativ nah an der Wohnbebauung im Val d'Europe, sowohl in Richtung Süden dann von Studios aus, als auch Richtung Westen dran. Westen, ja. Und das erfordert alles neue Untersuchungen, neue Verfahren, neue Umweltgutachten und so weiter, neue Infrastrukturgutachten. Denn ein anderes Thema würde auch bedeuten, dass eventuell ganz andere Erwartungen an die Audience gestellt werden, die angezogen wird. Und das, absolut, klar. Und das kann, wenn ich das so richtig im Kopf habe, wie das die Planung vorher lief, wird das Potenzial zumindest haben, den ganzen Ausbau um 3-4 Jahre zu verzögern. Zumindest den Abschluss. Klar, aber ich glaube, bevor die, sage ich mal, gutem Geld schlechtem hinterherwerfen und so ein bisschen noch Angst haben nach dem ursprünglich gefühlten Flop der Galaxy's Edge war. Ich glaube, das hat sich relativiert. Also
ich war begeistert von diesem kompletten Land. Das war besser, als ich es mir erwartet hatte. Von der neuen Attraktion jetzt sowieso. Und ich glaube, dass am Ende sich jetzt auch zeigt, dass das so das fehlende Puzzlestück war, um das Land zu komplettieren, was jetzt doch noch mehr Leute in die Parks spült, als man vielleicht vorher gedacht hat. Und das ist jetzt komplett rund. Ich glaube aber, wie gesagt, immer noch nicht, dass die beiden Attraktionen in Paris fliegen würden. Also Millennium Falcon, Smuggler's Run ist wirklich das Thema, wenn sich da nicht alle ganz gut abstimmen oder kommunizieren können, hast du nicht so viel Spaß. Ich hatte das ja auch bei meiner ersten Fahrt. Wir hatten zwei Leute als Engineers, die haben einfach gar nichts gemacht. Dann war hinterher der Flieger kaputt, obwohl wir irgendwie echt gut geflogen sind und haben irgendwie kaum Credits bekommen. Das war ein bisschen, also es war trotzdem interessante, spannende Attraktion, aber es war irgendwie ein bisschen blöd, wenn nicht alle mitmachen. Und genau, also das Thema hast du. Du hast die Sprachbarriere hier. Du hast die, glaube ich, die mangelnde Lust an Interaktion so ein bisschen auch hier in Europa, auch da wieder im Vergleich vielleicht zu anderen Ländern. Und bei Rise of the Resistance, ja, weiß ich wirklich nicht, ob man diesen Platz hat für diesen massive Showbuilding. Dann hast du das Thema, dass du ja auch während der Attraktion auch mal raus musst. Dann ist mir die Frage, wie ist das, wenn du dann in die Kälte musst, ne, raus, rein, kalt, warm. Das kannst du natürlich in Florida und Kalifornien besser abbilden. Und du hast dieses Thema, dass die halt eben ja auch mit dir interagieren. Und wenn dich irgendein First-Order-Typ auf Französisch anmault und du wahrscheinlich da überhaupt keine Ahnung hast, was der von dir will, weiß ich auch nicht, ob das so funktioniert. Und dafür dann so ein Land zu bauen, was am Ende jetzt nicht unbedingt mehr Besucher vielleicht in den Park spürt oder ein paar Star Wars Fans, weiß ich halt nicht. Ne? Da ist dann die Frage, ob die dann doch nicht irgendwie kalte Füße bekommen. Weil dieser Star Wars Hype ja jetzt ein bisschen abflacht. Ja, der Film war erfolgreich. Jetzt kommen aber erstmal keine Filme direkt hinterher. Du hast Mandalorian, was erfolgreich ist. Ja, das auch. Aber so ein bisschen ist das Thema vielleicht vorbei und es gibt vielleicht andere Themen, die besser passen würden. Ich würde zum Beispiel sagen, warum bauen sie nicht den Beauty and the Beast Ride dorthin, den sie gerade woanders bauen oder so Geschichten, ja? Also ich glaube, das wird relativ schlecht da reinpassen. Ich glaube auch nicht, dass der Hype vorbei ist und ich glaube auch, dass Galaxy's Edge nicht in der Form funktionieren wird, aber uns sagt ja niemand, dass es in der Form kommt. Vielleicht wird aus Rise of the Resistance auf Basis derselben Technik mit Trackless Ride und so weiter, quasi einfach ein Ride à la Ratatouille im Star Wars Setting. Mhm. Ist dann natürlich weniger immersiv und so weiter, aber jetzt mal ehrlich, wie viele Leute haben denn den Vergleich von den Gästen, auch wieder abgesehen von Hardcore-Fans, wie viel der Alltagsgäste, die einfach nur einen schönen Tag haben wollen, fahren denn auch nach Disney World oder nach Anaheim? Die sehen ja den Vergleich nie. Und würde man jetzt über Rise of the Resistance nichts wissen, und ich stelle mir vor, ein Ride auf dem Niveau von Ratatouille nur im Star Wars Setting wäre auch ein geiler Ride. Ja, klar. Standhalten können, aber das wird ja, ist ja durchaus möglich, dass es einfach so kommt. Also. Ja, wir werden sehen. Also, ich meine, beide Attraktionen sind ja eh nicht vorgesehen, wenn ich das richtig im Kopf habe, sondern. Zumindest nicht zu Beginn, wer weiß. Ja, Ausbaumöglichkeiten gibt es ja immer noch. Aber was war denn vorgesehen? Nur ein Land? Es war ein Land, ein Restaurant, ein Shop und eine Attraktion, dachte ich. Ride wurde ja nie was gesagt. Also vom Bauplan aus sieht es eher nach Galaxy's Edge aus. Nach Smuggler's Run aus. Ja, okay. Ja. Was genau kommt, darüber gibt es ja noch keine Details. Also. Ja. Und, ja, klar. Ja. Ist ja noch ein bisschen hin, ja, aber jetzt beginnt ja langsam der Bau, also beziehungsweise, ne, es wird ja schon fleißig gebaut, dann müssten die es halt irgendwann mal entscheiden, ja. Es kann, wenn, sowieso nur ganz anders als in den USA werden. Da hat so viel von der Interaktion mit den Castmembern gelebt. Das hat für mich war fast das Highlight des ganzen Landes, dass man überall irgendwo angesprochen wurde oder selber jemand ansprechen konnte und dadurch so richtig in die Geschichte reingezogen wurde. Und das wird da halt nicht funktionieren. Ja, ich meine, was noch? Wart ihr das? Oder ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat. Irgendwer meinte dann zu irgendeinem Castmember, es sei so warm. Und dann meinte derjenige, ja klar, auf Batu gibt es ja zwei Sonnen. Ja, so Geschichten. Ja, drei Sonnen. Hast du erzählt? Haben wir doch darüber diskutiert, ob nicht Lando vielleicht eine verkaufen könnte oder sowas. Ja, Lando? Ja, genau. Lando, heute bin ich echt nicht so fit. Entschuldigung. Was natürlich sein könnte, was es etwas wahrscheinlicher macht, dass es wirklich nicht kommt, ist natürlich erst Marvel Land, dann Frozen Land und Star Wars Land zum Abschluss. Das heißt, bis zum Abschluss haben wir ohnehin noch 5 Jahre. Dann wird es halt statt 5 Jahre
noch 6 bis 7 dauern, wenn sie ein komplett neues Verfahren einleiten würden. Das könnte natürlich sein, da wenn dann das der Bereich ohnehin der letzte ist, der fertig wird. Das würde ihnen den Spielraum natürlich ermöglichen. Und du hast ja bis dahin noch ein paar, Erfahrungswerte, ne? Du machst auch andere Dinge in anderen Parks auf. Dann siehst du zum Beispiel auch, wie gut funktioniert Tron in der Tron Coaster Magic Kingdom und sagst dir, ach, warum bauen wir nicht den einfach dahin? Oder du siehst, wie gut Zootopia Land funktioniert in China oder diese ganzen Sachen, ne? Oder du guckst das ein oder andere, was in Tokio jetzt neu gebaut wird und nimmst dir dann irgendwas von diesen Sachen, ne? Oder vielleicht doch Cars. Und nimmst dir einen von den Attraktionen oder kleineren Ländern, die du woanders hast, und baust du einfach dort nach und sagst halt, komm, für Star Wars brauchen wir einfach Platz und das andere Setting und das lassen wir halt einfach in den anderen beiden Parks. Ja, also möglich ist das. Cars ist raus, weil das, wenn, denke ich, auf die andere Seite kommt, wo eben jetzt umgebaut wird, weil da ja auch der Counter hin soll, der an Cozy Cone erinnert. Ja, stimmt. Das dann alles darüber. Es gibt Themen genug, also Themen, es gibt Filme und wer weiß, was Neues kommt, was total einschlägt. Ja, aber die Zeit, Zeit gibt mir Neues, ja klar. Wenn müsste was sein, was jetzt schon da ist, ja klar. Aber bisher gibt's, also auch in der letzten Pressemitteilung über den Ausbau wurde Star Wars noch erwähnt, das ist 10 Tage her. Mhm. Also hätten sie das wirklich gestrichen, würde es jetzt nicht noch erwähnen. Dann wird es einfach stillschweigend hinten runterkippen gelassen und irgendwann käme wie ein Phönix aus der Asche ein Huch. Da bauen wir jetzt Zoomania. Ja, also möglich ist es, aber ich glaube es aus den verschiedenen Gründen eben nicht dran. Ich glaube, dass sie sich vielleicht Konzept anders überlegen und wirklich ein Ride kommt, der auf Basis der Technik der einen beiden funktioniert, aber eben ohne interaktive Elemente, ohne Interaktion, sondern mehr ein Konsumreit als ein interaktiver Reit ist. Und Das kann sein. Aber ich würde, also wenn ich es verbacken könnte, würde ich mir die Schöne und das Biest wünschen. Hey, wir sind in Frankreich, ne? Wo, wenn nicht dort? Und wenn ich mir da die ersten Animatronics anschaue und so und Bilder von der Attraktion, dann muss ich schon sagen, ne, würde für mich wunderbar nach Frankreich passen. Ach, ja, aber dann würde auch der Glöckner von Notre Dame passen, das fände ich ja viel besser. Das stimmt, den fände ich auch viel besser. Das ist ja unser beider Lieblingsfilm. Genau. Und da wäre ich natürlich sofort für, ja, klar. Also Möglichkeiten gäbe es viele, das gar keine Frage. Da gibt es tolle Sachen. Ja, also ich muss echt sagen, ich würde Beauty and the Beast nicht hoffen. Ich würde aber auch Glöckner von Notre Dame nicht hoffen. Egal wie gut ich Glöckner von Notre Dame finde, ich finde auch Beauty and the Beast gut. Aber das sind beides für mich Sachen, die eigentlich eher in den Disneyland Park passen. Mhm. Vor allem Beauty and the Beast. Beauty and the Beast passt nicht so gar nicht in die Studie. Ja gut, okay, das machen also sie mit Frozen schon auch nicht, kaputt. Das auch. Also das passt auch. Ja. Ja, aber Frozen ist wenigstens sozusagen noch ein moderner Film. Beauty and the Beast ist schon, ist keiner der ganz alten, aber es ist ein Klassiker quasi schon. Für mich ist... Aber auf der vor 2 Jahren ist wieder in die Kinos. Okay, und wenn man es auf Basis der Realverfilmung macht, okay, die fand ich scheiße. Ja. Dann will ich jetzt recht nicht. Da war ich auch nicht so begeistert. Für mich ist der Ort für Beauty and the Beast, so wie es auch ursprünglich vorgesehen war, gegenüber von Pizzeria Bellanotte, wäre Fantasyland in Disneyland Park. Ja. Naja, schauen wir mal. Ja, da wäre auch noch Platz. Ja. Genau, also das werden wir im Auge behalten, aber auf jeden Fall. Ja, die beiden Seasons laufen jetzt noch eine Weile. Die eine bis Mitte März, also die Star Wars Season, und dann kommt die Marvel Season, währenddessen eben die Frozen Celebration noch so ein bisschen weiterläuft. Ja. Jetzt habe ich ja mir eine super Brücke gebaut über das Thema Laufen zu so einer kurzen Info, dass demnächst ja der Princess Run ist, nämlich im Mai. Und wenn ihr das hier hört, wenn ihr den Podcast hier schnell hört, heute ist der 29.01., bis ich den draußen habe, wird es wahrscheinlich morgen, übermorgen sein. Ab 3. Februar 16 Uhr kann man sich die Bibs bestellen für den Princess Run, also die paar, die es noch gibt. Das konnte man die ganze Zeit ja schon so ein bisschen buchen in Verbindung mit einem Hotel. Wenn ihr sagt, ich will ja nur da mitlaufen und will, ich brauche keinen Schlaf oder ich schlafe irgendwo anders, dann könnt ihr dann ab dem 3. Februar um 16 Uhr diese Bibs einfach so kaufen. Das sind immer relativ begehrt und schnell ausgebucht, aber wenn ihr da mitlaufen wollt bei dem Princess Run, das nur mal eine kurze Information. Ich überlege mir. Was? Läufst du mit?
Ich habe es in der Tat irgendwie vor. Also ich werde mal gucken. Im Zweifel ist meine Ausrede, wenn ich nicht fit werde, oh, ich habe keinen Bip bekommen. Aber ich werde versuchen, mir einen zu ergattern. Also ich überlege es auch, weil ich die Wahl habe, entweder Familientreffen in Norddeutschland oder Laufen. Da läufst du sogar die 10 Kilometer dann. Ich glaube sogar einen Doppelmarathon. Also, ja. Okay, das möchte ich sehen. Tja, das wird nicht rausgeschnitten, keine Sorge. Das bleibt in aller Ewigkeit jetzt hier im Netz. Ja, also ich wollte schon immer mal da mitlaufen. 5K, klar, kriege ich hin, kriegt man ja auch so, kriegt man im Zweifel auch spaziert. 10K, ja, wahrscheinlich auch. Und man kommt ja eh nicht so zum Durchlaufen, man will ja Fotos machen hier und da. Also, ja, ich werde versuchen, es einzuplanen, werde mir einen Bib auf jeden Fall mal versuchen zu besorgen. Es lohnt sich, langsam zu sein. Eine gute Bekannte. Ja, eben. Ja, oder schnell, damit du nicht so lange anstehen musst. Nee. Eine gute Bekannte von uns ist beim Run Disney Event im September mitgelaufen. Beim Halbmarathon. Hatte eine Knie-OP vorher gehabt und hat gesagt, na Gott, ich habe jetzt halt den Startplatz. Ich schaue einfach mal, wie ich irgendwie vorankomme. Und ist fast die ganze Zeit nur gewalkt, am Ende langsam gegangen und war dann von den Ballon-Ladies, die sie immer überreden wollten, doch jetzt aufzugeben. aber wollte sie nicht. Sie dachte, das schafft sie noch. Und dann war sie komplett umringt von zig Figuren, Mickey und was weiß ich, die sie über die Ziellinie begleitet haben. Sie meinte, es war das beste Erlebnis ever. Okay, das ist ja cool. Wenn du dann den Fotopass dazu kaufst, dann hast du da noch wirklich coole Bilder zu. Mhm, genau so ist es. Also das war wohl ein ganz besonderes Erlebnis. Problem ist, wenn sich dann jetzt alle prügeln, irgendwie möglichst letzter zu sein, ne, dann weiß ich auch nicht, ob das so gut funktioniert am Ende. Aber das kann ich. Ja, aber das werde ich mir mal zu Herzen nehmen und mal merken. Also vielen Dank da mal für den Tipp. Dann kann ich vielleicht drüber berichten. Jetzt erstmal will ich es zu dem Jahreskarten-Event schaffen am 13. März. Da bin ich auch schon mal sehr gespannt, was da so passiert. Ich war bislang noch auf keinem von dieser Jahreskarten-Events. Die hatten ja anfangs immer einen nicht so guten Ruf. Jetzt das letzte war ja wieder wohl relativ gut. Haben wir ja auch hier drüber berichtet. Und jetzt das im März tue ich mir mal an. Das ist 3 Tage vor meinem Geburtstag. Da muss es ja nur gut werden. Ja, dann viel Erfolg. Ich drück die Daumen. Genau. Also ich werde sehen. Ich bin da skeptisch, was diese Events angeht. Aber ich lasse mich gerne. Ich brauche noch 4 weitere Events, die gut organisiert sind, bis ich wieder zu einem Weg gehe. Also wir haben uns nach den einige Events, bei denen wir teilweise waren, teilweise nur die Berichte dann quasi live mitbekommen haben. Weil Teammitglieder von uns da waren, ja. Haben wir beschlossen, dass wir so lange nicht mehr zum Event gehen, bis wir von 5 gut organisierten in Folge hören. Und jetzt gab es einen gut organisierten, also noch 4. Genau, dann bin ich mal gespannt. Beim nächsten werde ich euch berichten. Ja. Ich bin ja da sehr kritisch, was das angeht und hoffe, ja, dass ich da überzeugt bin. Also werden wir sehen, das ist ja 13. März. Wer von euch, der mir jetzt hier zuhört, auch da ist, schreibt mich an. Vielleicht kann man sich ja mal treffen. Ich bin ja immer froh, wenn ich den ein oder anderen Mal in echt sehe. Das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich da hinfahre, weil da so viele Leute sein werden, mit denen ich immer irgendwie virtuell Kontakt habe. Da ist ja immer schön, wenn man sich auch mal sieht. Und das ist ja für mich der Hauptgrund. Und der zweite Hauptgrund ist, weil es einfach ein Event ist, wo dann nicht ganz so viele Leute sind da wie tagsüber. Und meine Hoffnung ist einfach, dass man Dinge abends fahren kann und vielleicht man nicht so lange anstehen muss wie über den Tag. So, das ist so eigentlich so meine Hauptmotivation, was da noch an Showprogramm ist. Und so gucke ich mir natürlich an. Aber das sind eigentlich die beiden Gründe. Und wenn ich das erfüllt kriege, dann war es für mich schon erfolgreich. Wir werden sehen. Ich bin ganz gespannt. Ich glaube, mit Fahren wirst du ganz gute Chancen haben. Also da habe ich jetzt eigentlich wenig Beschwerden gehört. Das Problem ist, die Character Meet and Greets, die so chaotisch waren. Also, wenn du erstmal im Park bist und dann sagst, ich will Dauerschleife Big Thunder Mountain oder was, das dürfte eigentlich kein großes Problem sein. Ja, also abends im Dunkeln Big Thunder Mountain fahren, gut, wobei März, naja, ist ein bisschen kühl, aber gucken wir mal, allein das wäre es mir wert, ne? Ja, also. Das Ziel. Oder mal im Phantom Manor einfach sitzen zu bleiben, weil eh keiner ansteht, ne? Oder sowas. Keine Ahnung. Also da gibt es noch ein paar schöne Sachen, deswegen, ich werde mir es angucken. Ich bin gespannt. Und wenn ich da bin oder ihr auch demnächst da seid und eine Jahreskarte habt, könnt ihr
aktuell wieder andere Leute empfehlen für die Jahreskarte. Das ist ja auch so ein Phänomen. Das gab es dann mal und dann gab es wieder nicht. Dann hieß es, nein, wir machen das gar nicht mehr. Und dann hat es irgendwie keine paar Wochen gedauert und schon gibt es es wieder. Was haltet ihr denn davon? Ich finde das ja an sich im Prinzip eine gute Sache. Da ändern sich auch immer so ein bisschen die Konditionen. Früher war es ja so, dass du auch was bekommen hast, wenn du Leute empfohlen hast. Jetzt ist es so, wenn du jemanden wirbst für eine Jahreskarte, kriegt derjenige die Jahreskarte für 10% weniger. Das ist bei einer Infinity-Karte, ne, sind es schon mal gute 40 Euro, das ist nicht so schlecht. Aber du hast eigentlich gar nichts davon, außer die Hoffnung, dass derjenige dich ja, zu einem Eis einlädt, wobei dann ist das Geld relativ schnell wieder weg. Aber was sagt ihr denn zu der Aktion? Ganz normale Marketingaktion. Ja. Ich meine, es ist ja nichts jetzt wieder dauerhaft wie das Sponsoring früher, sondern also auch nichts, was in AGBs drin steht, wie das früher war. Und ja, ist jetzt einfach mal so, ne? Werbeaktion für bis Ende März und gut ist, ja. Ja, genau. Aber nur, dass ihr es wisst, also wenn ihr jemanden habt, der ohnehin drüber nachdenkt, vielleicht sind diese 10% weniger das, was wo derjenige dann sagt, ach cool, dann mache ich das, dann fahrt mit ihm hin und wirbt ihn, dann funktioniert das. Ja, was noch angekündigt ist, dann bleiben wir mal in Paris und es wird eine neue Weihnachtsparade geben. Ja, genau. Juhu, sage ich dazu. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was gibt's denn dazu zu sagen? Was wurde angekündigt zu dieser Weihnachtssaison, also so Anfang, Mitte November, soll es die neue Parade geben. Das Erstaunliche ist, es wurde auf einer Konferenz oder auf der Podiumspräsentation angekündigt. Was das Ungewöhnliche dran ist, ist, dass Disney normalerweise quasi da zeitgleich eine Pressemitteilung zu rausgibt. Das gab es diesmal gar nicht. Ja. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Es soll eine Parade sein, die auch für bei Nacht geeignet ist, wurde extra dazu gesagt. Mhm. Also wäre natürlich eine coole Sache, wenn die vielleicht zweimal am Tag, einmal tagsüber, einmal am Abend im Dunkeln laufen würde, fände ich super. Könnte natürlich sein, dass man quasi eine Nachtparade implementieren will wieder, wenn wirklich die Renovierung des Schlosses stattfinden soll und da Projektionsshows eventuell nicht möglich sind, wegen Einrüstung und so weiter, dann hat man etwas anderes für einen Abend, zumindest in der Weihnachtszeit. An sich finde ich es gut, auch wenn die Weihnachtsparade nicht übel ist. Aber ja, aber die ist schon ein bisschen angestaubt inzwischen. Ja. Also. Das Einzige, was mir Sorge macht, ist, also hättest du mich vor 14 Tagen gefragt oder vor 18 Tagen, hätte ich gesagt, ja super, klasse, freue ich mich riesig drauf, weil das ist ja geil. Ich bin jetzt so ein bisschen gedämpft in der Stimmung, was ja. Frozen, weil meine Sorge ein bisschen ist, dass Disney quasi in Anführungszeichen aus Frozen lernt, dass es auch bei weniger Einsatz gut ankommt und das dann auch passiert. Das muss aber nicht zwingend. Also ich habe noch Hoffnung, dass es wieder was Gutes wird, wie sie sonst letzten 2-3 Jahren gute Sachen präsentiert haben bei Paraden und so. Also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass jeder von den Tänzern irgendwie eine Glühbirne in die Hand bekommt. Ne? Aber ich glaube aber auch nicht, dass wir irgendwie hier die neue Main Street Electrical Parade zu sehen bekommen. Es soll aber so sein, dass die Tänzer irgendwie LEDs an sich haben und so. Ich meine, klar, wer von euch da draußen noch die alte Main Street Electrical Parade kennt, das war für mich auch eine absolute Kindheitserinnerung. Diese beleuchteten Wagen im Dunkeln, das ist einfach wunderschön gewesen, mit wenig Aufwand, ne? Und vor allem damals noch mit mehr Aufwand, als man heute bräuchte, mit LEDs, die irgendwie kaum Strom fressen, richtig hell sind, in allen möglichen Farben. Damals waren das ja noch ein Haufen kleiner Glühbirnen. Das war natürlich noch viel mehr Aufwand. Also warum man davon irgendwie Abstand nimmt, das wäre relativ simpel, glaube ich, zu machen. Aber vielleicht gibt's ja irgendwie halt jetzt die abgespeckte Variante, indem man die Tänzer da ein bisschen behängt. Ja, ich glaube, das würde schon viel dazu tun, dass das eine schöne Sache wird. Ja, bestimmt. Also könnte cool sein. Ja, erst recht auch Weihnachtsparade, selbst wenn die um 16, 17 Uhr laufen sollte. Da ist ja schon dämmerig. Kann auch da gut wirken. Da müssen wir die Zeit der Hauptparade aber verschieben, weil die 30 läuft. Das müsste ja eine Zusatzparade sein, irgendwie abends spät. Ne? Aber klar, mittags brauchst du die auch nicht irgendwie jetzt mit Lichtern behängen. Ne? Das wird dann quasi eine Dual-Use-Parade machen. Also der Frozen-Wagen, das ist ja das Absurde dran. Yeah. Als das Modell präsentiert wurde der ja in relativ dunklen
Setting mit Beleuchtung präsentiert. Der Wagen ist ja super beleuchtbar, aber der letzte Run der Parade ist eben, bevor es dunkel wird. Der ist ja. Um was 30, ja. Früh haben wir keine Dämmerung. Ja, das ist halt so. Sowas können wir mal auch vorstellen. Der Wagen an sich funktioniert bei Tag, würde aber auch bei Dunkelheit funktionieren. Das können wir für die Weihnachtsparade auch vorstellen. Dass eben. Aber warum sollen dann die Tänzer LEDs an den Klamotten haben? Die kannst du trotzdem schöne Kostüme haben und dann nachts anders nutzen. Ja gut, das ist ja, möglich. Also ja, ich weiß es nicht, Spekulation. Aber bisher oder aktuell laufen die Paraden halt eben auch mehrfach am Tag, die saisonalen und nicht nur einmal. Ja, das stimmt. Ja. Außer der Weihnachtsparade, oder? Eben, also ich bin gespannt. Also alles Neues ist immer erstmal gut. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, wenn's, ich mag irgendwie ja Wagen oder Menschen, die mit Lichtern behangen sind, finde ich immer erstmal gut. Als Parade. Und wenn es dazu, ich weiß nicht, ob das auch bedeutet, dass es irgendwie auch neue Musik gibt oder so, weiß man ja nicht. Ne? Kann ja auch immer sein, dass dazu irgendwie. Wenn es neue Parade gibt, gibt es auch definitiv. Ja. Neue Musik dazu. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Die werden nicht den alten Soundtrack auf neue Wagen und Choreografie hängen. Nö. Das wird dann alles neu gemacht. Ja. Genau, und das allein ist ja schon immer eine schöne Sache. Ne? Also das allein ist ja meistens gut. Also Lieder komponieren, gut, vielleicht jetzt mit Ausnahme der Frozen Celebration, aber kann Disney ja immer relativ gut. Das ist eine ganz tolle Idee, also nur so spontan. Der Wagen, der Frozen-Parade ist für die Weihnachtsparade vorgesehen und deshalb ist die Beleuchtung schon vorgesehen. Und dann gibt es quasi die weihnachtliche Frozen-Parade ohne weitere Ergänzungen, die dann nahtlos in die Frozen Celebration im nächsten Jahr übergeht. Nein. So ja. Mal Teufel an die Wand. Ja, warum nicht zu? Weil es schlimm ist, man traut ihm mittlerweile alles zu. Aber schauen wir mal. Wir werden es sehen. So, dann haben wir jetzt mal genug über Disneyland Paris gesprochen. Dann springen wir mal über den Atlantik, würde ich behaupten, und gucken mal, was es so in Walt Disney World Neues gibt. Da sind auch ein, zwei Dinge, die uns da erwarten. Und zwar fange ich mal an, also wir gehen mal in die Hollywood Studios, weil aktuell ja ist ja das irgendwie der Place to be in Walt Disney World. Das hat sich echt gewandelt. Ne? Die Hollywood Studios waren immer so ein bisschen, weiß ich nicht so, dass böse Stiefkind irgendwie, weil ich sage, ja, die gibt's und da sind ein, zwei gute Attraktionen, aber da muss ich nicht wirklich irgendwie hin, wenn ich jetzt nur zwei, drei Tage Zeit habe. Und mittlerweile ist das, was aus allen Nähten platzt. Ne? Jetzt macht im März noch Mickey's and Minnie's Runaway Railway auf, dann hast du ja noch ein Highlight da drin. Und aktuell ist es so, dass eine ganze Zeit lang war es jetzt so, dass die Fastpasses so geregelt waren, also ne, für euch da draußen, es gibt ja immer wieder Leute, die hören neu zu, Walt Disney World gibt es das Fastpass Plus System, da kann ich mir bis zu 3 Fastpasses am Tag vorab buchen und also es sei denn, ich wohne im Club-Level in gewissen Hotels, dann kriege ich noch welche dazu, aber jetzt für den normalsterblichen Menschen gibt es 3 Fastpasses und das hat man irgendwann mal so aufgeteilt, dass es gewisse Tiers gibt, damit man natürlich nicht 3 der Top-Attraktionen buchen kann, in der Regel kann man eine Top-Attraktion buchen und noch 2 andere und das ist in anderen Parks ne, irgendwie auch so geregelt und es war jetzt die ganze Zeit umgestellt in den Hollywood Studios, dass mehr oder weniger alle Attraktionen Tier 1 waren. Das heißt, ich konnte irgendwie eine Attraktion vorab buchen, sei es der Rock'n'Roller Coaster, Tower of Terror oder was auch immer es dort noch so Schönes gibt und den Rest musste ich irgendwie mit Shows verbraten. So, jetzt haben sie das Ganze geändert, weil jetzt ja auch demnächst mehr Millennium Falcon Smuggler's Run auch buchbar ist. Also ist jetzt schon buchbar, aber für erst, glaube ich, ab Mitte, ich glaube 19. Februar oder so ist der erste Tag, an dem man einen Fastpass buchen kann. Und deswegen haben sie jetzt diese Tiers so ein bisschen geändert. Das heißt, Tier 1 ist jetzt dann künftig Millennium Falcon und Slinky Dog. So, und das heißt, wenn ich einen von den beiden bekommen habe, kann ich dann 2 andere Attraktionen dann auch buchen und nicht mehr nur noch Shows oder wenn ich von denen gar keinen bekomme, was der Fall sein wird, wenn man nicht in einem Hotel on Property wohnt, dann kann ich eben auch 3 Attraktionen buchen. Ja. Ja. Also was haltet ihr von der Regelung? Das fand ich beim letzten Aufenthalt ein bisschen nervig, muss ich sagen, dass ja, wie du vorhin gesagt hast, Tower oder Rollercoaster oder Slinky Dog, eins davon und der Rest halt mit Shows
gestoppt werden musste. Für die Shows ja kein Braut ist. Also ja. Star Tours war die Ausnahme, die von Rides dabei war. Nun war bei Star Tours die Schlange auch nicht lang. Und wir persönlich sind, also ich kann Star Tours nicht gut fahren. Das ist ein bisschen komisch. Ich komme mit allen heftigen Simulatoren bei Universal komplett klar, aber bei Star Tours komme ich gar nicht klar. Und das war ein bisschen doof. Man hat dann quasi Star Tours für möglich die Öffnungszeit des Parks gebucht, ja, und verfallen lassen. Ja. Dann den einen Ride und dann irgendeine Show, weil da hätte man zwei Shows gebucht, ist man natürlich viel fester an Zeiten gebunden. Und kann dann erst später wieder nachbuchen. Und für die Shows brauchst du halt keine Fastpässe. Teilweise sind sogar die Sitzplätze ja eher schlechter als andere Möglichkeiten. Ja, oder du hast halt nur einen garantierten Platz zu der Show oder sowas, ja. Aber du kommst halt zu einer anderen Zeit rein als der Rest. Mhm. Bei Indiana Jones wirst du zum Beispiel zuerst reingelassen und wurdest dann ganz nach rechts vorne geleitet, wo du dann nur so einen schrägen Blick auf die Bühne hattest, auf den Fastpass. Ja. Und wenn du später reinkamst, hattest du eigentlich einen besseren Platz. Mhm. So, und jetzt hast du wieder die Wahl zwischen wirklichen Fahrattraktionen, wo auch die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt einen Fastpass brauchst, deutlich größer ist. Und finde ich gut, bin gespannt, wir sind im September wieder da, ob bis dahin dann auch Rise of the Resistance mit drin ist im Fastpass-System oder Runaway Railway, werden wir sehen. Aber ich finde, das ist wirklich, es wurde lange Zeit gemeckert, Dörte macht mit Fastpässen alles nur schlechter, ja klar. Disney macht mit Fastpässen alles immer nur schlechter. Das ist jetzt ein guter Schritt. Also dieses ganze Fastpass-Thema ist ja und wird ja ohnehin immer hin und her diskutiert. Und kurze Anekdote, ich weiß nicht, ne, wer da draußen, ich habe mir über meinen Apple TV, über iTunes habe ich mir mit meinem amerikanischen Account Saturday Night Live, die ganze Season kaufe ich mir immer, damit ich mir das angucken kann. Und da war jetzt letzte Woche in der Folge im Opening Sketch eine kleine Bemerkung über Fastpasses. Und selbst da, also das spielte irgendwie eine kurze Szene irgendwie in der Hölle, war so ein politischer Sketch, und dann ging es darum, irgendwie meint einer Fastpass to Hell, und dann meint die andere, Disney hat die Fastpasses erst in der Hölle probiert, bevor sie nach Orlando exportiert haben. Und also so ein Kommentar in so einer groß angelegten und populären Fernsehsendung fand ich schon echt spannend. Ja. Also ich dachte, diese Fastpass-Diskussion ist eine, die wir Themenpark-Nerds führen, aber das fand ich sehr, sehr spannend, ja. Das Thema Fastpass da schon so behandelt wird. Also ich bin ein Fan des Systems, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das System sehr, sehr gut. Natürlich besser als die alte Papiervariante, und ich habe auch kein Problem damit, 3 Fastpass vorzubuchen. Ja. Weil mir macht sogar Spaß, die Planung. Also ich finde das System super gut. Ich meine, ich kann die Kritik verstehen von spontanen Besuchern irgendwie aus der Umgebung oder wer kurzfristig irgendwie seinen Urlaub plant, dass der da wirklich sehr eingeschränkt ist oder vielleicht sogar ganz in die Röhre guckt. Das ist wirklich ein Nachteil an der Sache. Ich glaube aber auch, dass das sagen hier auch viele, und das kann ich auch bestätigen, oder ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber gefühlt ist es schon so, dass Attraktionen, sobald sie Fastpass-Attraktionen werden, ist gefühlt dann aber auch die Standby-Schlange länger. Klar, weil andere Leute natürlich vorgelassen werden, muss ja so sein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich insgesamt ja auch nicht viel länger angestanden habe, früher wie bei Fastpass Plus jetzt. Also ich weiß es nicht. Ne? Also wenn ich mir zum Beispiel Haunted Mansion angucke, Magic Kingdom, da hast du früher nie länger mal als eine halbe Stunde gestanden. Jetzt ist die Standby-Line oft eine Stunde, ne, für Haunted Mansion. Ja, ich meine, die Attraktion. Aber, ja. Aber ich finde das Ding, dass die Leute aus der Gegend dann daneben spontan hingehen, weniger Chancen haben, das finde ich jetzt. Die haben halt auch die Gelegenheit, frühzeitig mal was zu reservieren. Und wenn du in der Gegend wohnst, hast du halt sowieso viel mehr Chancen, die Parks zu erleben und auch Fastpass-Pässe spontan. Ja, und du kriegst ja einen Annual Pass hinterhergeschmissen, dann kannst du dir auch selber Fastpasses buchen, wie du willst. Also die Locals meinte ich gar nicht so, sondern eher jemand, was weiß ich, aus Georgia, Louisiana oder so, die eine Stunde Flug haben oder 5 Stunden Autofahrt oder 6. Ja, aber selbst das kannst du 60 Tage vorher planen. Also ich meine, es gibt nicht alle, es gibt auch Kurzentschlossene, die irgendwie eine Woche vorher sagen, ach, lass uns nach Disney World fahren. Da hast du dann halt wirklich so ein bisschen,
ist nicht so easy. Ja, oder Leute, die jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff da ankommen irgendwie, ne, in Cape Canaveral und sagen, ach komm, ich mache eine Bustour nach Disney World und haben keine Ahnung davon und können dann viele Sachen nicht fahren oder so, ne? Das stimmt schon. Andererseits, die können es ja trotzdem fahren. Du musst halt hier und da ein bisschen länger warten. Du kommst ja trotzdem ran. Und selbst bei Flight of Passage, ja, dann wartest du halt ganz zur Not mal 3 Stunden. Aber dann hast du halt auch somit die geilste Attraktion erlebt. Dann ist es halt so. Abgesehen davon habe ich da auch noch nie, also doch, ich habe schon 2-mal einen Fastpass dafür bekommen. Aber das war auch sehr viel Glück. Und ich habe mich da auch schon angestellt, obwohl ich eigentlich weiß, wie man das gut plant. Also das ist, was mich an dem Fastpass-System nur stört, ist, dass ich ja, auch wenn ich gar nicht in dem Park bin, mir Fastpasses buchen kann. Da finde ich halt dieses MaxPass-System, was sie in Disneyland in Anaheim haben, halt viel besser, dass du halt wirklich nur, wenn du in den Parks bist, dann auch dir einen Fastpass buchen kannst. Das ist ja die perfekte Mischung aus dem alten Papiersystem, nur auf digitale Variante. Nee, finde ich nicht. Warum soll ich? Also, nee, weil ich finde, jeder macht Urlaub auf eine andere Art und Weise. Es gibt Leute, die stehen im Urlaub super früh auf, um als Erster bei Rope Drop im Park zu sein. Und es gibt Leute, die im Urlaub einfach sagen, ich möchte auch ein bisschen ausschlafen, möchte um 11 Uhr erst drin sein. Bei Fastpass, wenn ich jetzt im Vorfeld buche, kann ich meine Fastpässe ab morgens, je nach der Parköffnung, 8, 9, 10 Uhr direkt anfangen zu legen. Oder ich kann auch mit erst um 12, 13 Uhr anfangen. Wenn ich allerdings schon morgens an stark besuchten Tagen früh im Park sein muss, um überhaupt Fastpässe buchen zu können, habe ich keine Chance, mal auszuschlafen und dann noch vernünftige Fastpässe zu kriegen. Das stimmt. Das bringt mich zu der Diskussion, was haltet ihr denn von dem aktuellen Boarding Group Verfahren dann? Weil ich meine, das ist ja genau das Thema bei Rise of the Resistance gerade. Wenn du nicht morgens wenn der Park aufmacht, im Park bist, und selbst wenn du dann nur 5 Minuten später reinkommst, wirst du die Attraktion nicht erleben können, egal ob du dich auf den Kopf stellst, ja. Auch wenn du dich 10 Stunden anstellen würdest. So, was hältst du von dem System, beziehungsweise was könntest du dir für eine Alternative vorstellen? Weil ich aktuell irgendwie leider keine. Fastpass, ja. Ganz normal. Warum denn also nicht? Ist doch eigentlich fair. Warum denn nicht das normale Fastpass-System integrieren? Ich sehe keinen fairness Vorteil bei den Boarding Groups. Also dann hättest du Fastpass und die normale Schlange. Du kannst dich normal anstellen und vielleicht 3 Stunden oder 4 oder wie auch immer warten müssen. Ja. Und mit einem Fastpass wartest du dann halt nur 20 Minuten oder was. Also ich sehe jetzt so das Problem nicht oder verstehe nicht so ganz, warum es noch keinen Fastpass gibt. Ich finde, Fastpass ist in dem Fall auch deutlich fairer. Alle, egal wo sie herkommen, haben 60 Tage vorher die gleiche Chance. Vielleicht kriegt man keinen, weil es sehr schnell weg ist, aber ich sehe keinen Nachteil im Fastpass. Und ich muss sagen, wir sind im September da, ich hoffe, dass es bis dahin in Fastpass integriert ist oder dann eben nicht so viel los ist. Wenn ich stehe allerdings nicht morgens um 6 auf, um als erster im Park zu sein, um in eine Boarding Group zu kommen, sonst verzichte ich halt dann auf die Fahrt. Also bei unserem ersten Aufenthalt nach der Eröffnung von Flight of Passage war zunächst die Planung, es gar nicht zu fahren, weil wir keine Fastpass hatten, wir eigentlich keine Lust hatten, uns 3 Stunden anzustellen. Wir haben es dann ganz am Ende gemacht, ach komm, lass uns das machen. Aber wir hätten es auch überlebt, es nicht zu machen. Und das gilt für mich, für Rise of the Resistance auch. Also. Ja, wobei, ne? Also ich meine, klar, ihr wisst ja, wie begeistert ich bin. Da lohnt sich halt auch. Also und das Schöne ist ja, ich meine, ich finde dieses Boarding Group System insofern nicht schlecht, weil, klar, ich würde mich auch wahrscheinlich 5 Stunden dafür anstellen. Nur da hast du halt das Thema, was machst, da musst du was essen, da willst du auf Toilette, da gibt's dann diesen, der alles, das ist ja alles nicht da nicht eingebaut, ne? Dann musst du wieder raus aus der Schlange, das ist ein Riesenchaos. Und so hast du ja das Gleiche auch. Und ich sag mal, wenn du normale Anstehlein hättest, würden die Leute wahrscheinlich 5-6 Stunden anstehen. Das heißt, wenn du um 10 kommst, klar, könntest du dich hinstellen, könntest trotzdem nachmittags fahren. Aktuell, wenn du um 10 kommst, kannst du nicht fahren. Ich glaube nicht, dass die Schlange 10, 11, 12 Stunden wäre, vor allem jeden Tag. Dann würden eher Leute sagen, ich fahr's nicht. Das würde es nicht wahrscheinlich irgendwie zusammen so rütteln irgendwie. Ja. Es gäbe ja verschiedene Alternativen. Du könntest ja zum Beispiel, also wie gesagt, Fastpass wäre für mich die fairste Alternative, weil ich das Boarding Groups finde ich, wie gesagt, nicht gut, weil es weil Leute unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie sie den Urlaub verbringen wollen. Bei mir kommt dazu, dass ich das gesundheitliche Problem habe, dass ich nicht einfach mal an einem Tag um 5 aufstehen kann und am nächsten Tag um 10. Ja. Beziehungsweise umgekehrt. Klar. Kann ich nicht, weil ich keine schnellen Rhythmuswechsel im Schlafrhythmus haben darf. Mhm. Ich müsste mich dann daran gewöhnen, den ganzen Urlaub so zu verbringen, was dann meine Chancen reduziert, abends irgendwo
zu sein oder abends irgendwo lecker essen zu gehen, weil ich auch ein Schlafminimum habe, was ich einhalten muss. Und wenn wir im Urlaub jeden Tag um 5 Uhr aufstehen würden, dann könntest du alleine Urlaub machen. Also das heißt, ja, wobei, da bietet sich der erste Tag an, das ist doch eigentlich mal das Schöne am Jetlag, ne? Genau, sowas, das, ja. Aber ich hätte, also grundsätzlich hätte ich die Möglichkeit halt gar nicht unbedingt wie andere Leute. Das haben, gut, jeder hat seine Probleme. Das finde ich jetzt, das wäre nicht dramatisch, das kann nicht auf jeden Rücksicht genommen werden. Aber ich fände eben, dass das System mit Fastbahnfersten oder als eine Alternative wäre für mich Boarding Groups eben. Was weiß ich, um 8 Uhr werden die Boarding Groups für die ersten 2 Stunden verteilt. Um 10 Uhr beginnt das System von vorne und du kannst Boarding von 10 bis 12 buchen. Um 12 Uhr, 12 bis 14 Uhr und so weiter, dass du verschiedene Fenster öffnest im Laufe des Tages. Das wird auch allen gerecht werden. Ja. Du hast ja mittlerweile sogar das Phänomen, dass es wohl, also in Disneyland hat es ja jetzt auch auf seit ein paar Tagen. Und da ist das Chaos wohl noch größer als in Disney World, das der Fall war. Und du hast in Disneyland aktuell so, dass jetzt Leute rausgefunden haben, dass, weil normalerweise rennen ja alle rein und versuchen dann am Eingang direkt in eine Boarding Group zu kommen. So, weil du kannst es ja erst buchen, wenn du auch physisch im Park bist, ne? Da wird dein Handy getrackt und über die App kannst du es dann buchen und die sehen ja auch dann, ob du schon eingeloggt bist, vor allem in Orlando jetzt mit deinem Magic Band. Und in Anaheim scheint es wohl so zu sein, dass dann Leute jetzt in den Park reinrennen, damit du in einen anderen WLAN Access Point hast, weil die am Eingang komplett überlastet sind und es sein kann, dass auch wenn du 5 Minuten in den Park reinläufst, du sogar eine bessere Boarding Group bekommst als die Leute vorne, die sich alle um einen Access Point prügeln und dann einfach IT-seitig ausgebremst werden, ne? Weil es so skurril ist das schon, ja. Also ich meine, für mich hat dieses Prinzip morgens ganz früh da sein, da gibt ja auch Leute, die gehen dann ganz früh rein, sichern sich ihr Ding, gehen dann wieder raus, gehen dann erst frühstücken und so weiter. Das hat sowas für mich ein bisschen von, wir reservieren unsere Liegen im Mallorca-Urlaub, wie deutsche und britische Urlaub. Ja, stimmt, klar. Ja, bin kein Freund des Systems. Ich finde das nicht, also zumindest nicht so, wie es wird. Also ich finde es halt auch, ich meine, aktuell ist es halt so und deswegen erzähle ich es immer gerne in jeder Sendung, damit, wenn jemand da hinfliegt und sagt, er will das unbedingt fahren, was ich, wie gesagt, absolut verstehen kann, weil es eine absolute Sensation ist, dann irgendwie da hinfährt und feststellt, Mist, ich komme da gar nicht drauf. Deswegen erzähle ich immer, wie es halt aktuell ist und es ist immer noch, das Boarding Group System ist immer noch aktuell. Es ist zumindest jetzt so, dass sie das erst anschalten, wenn die normale Parköffnungszeit wäre. Anfangs oder auch als ich ja da war, war es ja so, dass die Leute einfach früher, weil da 2 Stunden vorher schon die Leute standen, die trotzdem früher in Park gelassen haben, das dann schon angeschaltet haben und dann Leute, die pünktlich zur Parköffnung kamen, schon keinen mehr bekommen haben. Da kann ich schon verstehen, dass da Unmut dann irgendwie da war. Das haben sie jetzt zumindest so geändert, dass die zwar die Leute schon in den Park lassen, aber dann um 7 Uhr oder was, wenn der Park offiziell aufmacht, dann erst das System anschalten. Aber dann sind auch schon so viele Leute da, dass dann nach 5 Minuten alles weg ist. Und aktuell ist es so, dass die relativ viele technische Probleme immer noch haben. Also es gab jetzt die Tage irgendwas, da hat erst nach 7 Stunden überhaupt der Attraktion aufgemacht. Und da ist es schon so, dass die jetzt auch hier und da mal die Boarding Groups nur 1 Stunde offen gelassen haben. Das heißt, es war ja die ganze Zeit so, dass du irgendwann eine Nachricht über deine App auf dein Handy bekommen hast, jetzt wird deine Boarding Group gecallt und du hattest 2 Stunden Zeit. In 2 Stunden schaffst du es eigentlich von jedem Punkt on Property noch rechtzeitig zur Attraktion. Ich habe das bekommen, da stand ich gerade im Single Rider Line für Expedition Everest im Animal Kingdom. So, und dann bin ich das noch locker gefahren, zurück ins Auto, rübergefahren, hat alles geklappt. Wenn du eine Stunde Zeit hast, ist es schwierig. Und das heißt, du musst ja dann sowieso in Hollywood Studios rumlungern. Und gerade wie du es schon sagst, dass du morgens hinfährst, ne, halb schlafen, holst dir deinen Boarding Group, fährst zurück, schläfst, gehst essen und weißt, du siehst ja ungefähr, wann du dann drankommst. Das macht es jetzt ein bisschen schwieriger, weil du bist dann trotzdem da irgendwie verhaftet. Ja, und dann kannst du dich auch schon fast so anstellen. Also dann könnte man das auch wirklich fast lassen. Naja, bei so kurzer Zeit, da hast du ja nicht so große Möglichkeiten, dich irgendwie wegzubewegen. Nee. Also wenn du gerade im Magic Kingdom bist oder so, wird's eng, ja, in der Stunde rüberzukommen. Ja. Naja. Und also das ist aktuell, was gemacht wird. Es war zu lesen, dass die gerade auch wohl Leute befragen, welche Alternative ihnen lieber wäre. Da werden wohl gerade die Gäste befragt.
Und gucken wir mal, was bei rauskommt. Ne? Also dann bin ich gespannt. Ich meine, das wird jetzt kein komplett demokratischer Prozess sein, aber die werden auf jeden Fall mal sich mal anhören, was die Leute denn so gerne hätten. Und da wird aktuell genau diese Auswahl gestellt. Boarding Groups, komplett freies Anstehen oder Fastpass. Ne? Ja. Das sind so die Dinge, die man da abfragt. Und dann bin ich mal gespannt, was bei rumkommt. Ja. Und warten es ab. Also. Genau. Wenn man wenn man Len Tester folgt und seinem Podcast auch, der hat jetzt auch wieder, die haben ja von seiner Touring Plans Website, die gucken ja auch mal, wie lange man wo anstehen muss, haben ja wo Leute stehen, die zählen, wie viele Leute da die Stunde durchgehen. Und da ist es wohl so, dass die aktuell eine Kapazität von 700 Personen haben in Rise of the Resistance pro Stunde. Das ist aber mager. Und das ist natürlich viel zu wenig. Übel. Das ist ja gar nichts, ne? Also das ist ja, wenn der Park 10-12 Stunden auf ist, sind es irgendwie 7.000 bis 10.000 Leute, das ist ja nichts, ne, für so eine Attraktion. Wenn du davon ausgehst, dass 40.000 Leute im Park sind und jeder das gerne fahren würde, gehen drei Viertel leer aus, ja. Dass es so niedrig ist, aber gut, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber gut, ja. Durch die ganzen technischen Probleme halt, Nee, die kriegen es gar nicht in den Griff und dann läuft sie wahrscheinlich teilweise noch im B-Modus. Habe ich ja in der letzten Folge auch drüber berichtet. Gab es ja auch Videos zu sehen, wie das dann aussieht. Also dann hast du auch noch nicht mal alle Animatronics am Laufen oder die Pre-Show teilweise nicht am Laufen, wo die Leute durch eine Seitentür in diesen Hangar geführt werden, was ein absoluter Mega-Stimmungskiller sein muss. Da ist schon die halbe Attraktion kaputt, ja. Der hatte nämlich einen Reisebericht dann verfasst und war so, ja, Rise of Resistance, so, oh ja, muss ich jetzt nicht normal haben, war, seine Freundin hatte so gar keinen Bock, es überhaupt nochmal zu machen. Und dann hat sich eben rausgestellt, dass sie eben da direkt reingeführt wurden, ohne die Pre-Show. Er hat sich vorher keine Filme angeschaut, genau, weil er nichts sehen wollte und hat dann erst im Nachhinein Filme geguckt. Da hat bei uns ja einiges gefehlt. Ja, während der Show, Attraktion, oder wie du sagst, einige Animatronics nicht und was weiß ich, was noch alles gefehlt hat. Ja. Und der war jetzt wenig begeistert. Ja, weil das kann ich, weil wirklich der Haupteffekt ist halt das, wenn du da aussteigst, ne, und wirst dann da festgenommen und du bist da in diesem Shuttle drin und steigst zur gleichen Tür wieder aus, in die du eingestiegen bist und bist auf einmal in diesem Hangar drin und denkst, wie ist das denn jetzt passiert? Und wenn du durch so eine schäbige Tür da reingeführt wirst, ist halt dieser komplette Wow-Effekt weg, ne? Und dann ist wirklich die Frage, lässt man es da lieber ganz zu, aber bevor dann keiner es fahren kann, den Ärger wollen sie sich dann auch nicht geben. Also ist schwierig. Das wird sich eingrooven. Ich sag mal, bis ihr da seid, kann ich mir schon vorstellen, dass die technischen Probleme ausgemerzt sind. Aber ja, aktuell ist es schon noch relativ schwierig. Ich war umso mehr froh noch, dass ich am ersten Tag da war. Da lief natürlich alles noch, weil da waren wahrscheinlich auch, weiß nicht wie viele 100 Techniker da hinter die Kulissen, ja, bewaffnet mit Schraubenziehern und so. Aber das, ich bin gespannt. Also die werden das irgendwann in den Griff bekommen. Aber es wird noch ein paar Monate dauern. Die Hoffnung stirbt zuletzt, oder wie war's? Das stimmt wohl. Sie stirbt. Ja, irgendwann schon. Ja, auch, also ich meine. Das ist wahr. Aber wenn ihr da seid, ist, ich meine, ich bin ja auch da Ende Juli, Anfang August. Da bin ich auch mal gespannt, ob ich das dann so, ich meine, ich habe kein Problem damit, mich morgens da hinzustellen. Aber da könnte ich noch nicht mal hinfahren für die ganze Family Fast Passes holen, weil die müssten ja dann alle in den Park sein. Ne? Das ist schon. Also beziehungsweise bei den Groups, ne? Ja. Mit ins Auto laden. Ich meine, wie lange hat es jetzt bei Galaxy, sag mal, kriege ich das Wort heute nochmal hin? Weil es Smugglers Run gedauert, hat am 9. eröffnet. Das heißt, bis September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, ziemlich genau 6 Monate, bis es in den Fastpass-System war. Rise of the Resistance hat am 5. Dezember. Ja. Ja. Also werden wir dann bis Januar, bis Februar, bis März, bis April, bis Mai, bis Juni, am 5. Ja. Juni. Jetzt war es 10 Tage vorher, vor 6 Monatsende. Also ich hoffe, dass es bis September in Fastpass integriert ist. Und ich denke, dass wir auch ein guter Zeitpunkt ist, nach der, vielleicht dann wirklich zu September hin zu integrieren, nach der Sommersaison. Ja, klar. Denn da ist es vielleicht nicht ideal, weil es zu überlaufen sein wird, aber dann damit in einer ruhigeren Saison zu starten, wäre vielleicht keine schlechte Idee. Weil ich bin da mal gespannt, wie das mit dem Anstehen ist. Also es ist ein relativ langer Queue,
aber der ist gefühlt jetzt nicht so lang wie bei anderen Attraktionen. Also, keine Ahnung, wenn ich mir, also für mich der gefühlt größte Queue aller Zeiten ist ja sowieso Voyage of the Little Mermaid im Magic Kingdom. Ja. Da, ich weiß gar nicht, ob die, wie viele hunderte, tausend Menschen, die da erwartet haben für diese Attraktion. Aber, Fußschmerzen fängst du an und du hast Fußschmerzen, wenn du am Ende der Schlange ankommst. Ja, aber echt. Und dabei ist im März die Hälfte noch irgendwie sowieso abgesperrt, wo du gar nicht hinkannst, wenn die das alles aufmachen. Aber und im Vergleich dazu oder in der, vor allem im Vergleich auch zu Flight of Passage, die auch relativ lang ist, ist die da gefühlt der Weg jetzt nicht so riesig, dass wenn da wirklich Crowds stehen für irgendwie 4-5 Stunden, weil wenn bei Flight of Passage schon Leute 3 Stunden stehen, stehen die da auch 3, 4, vielleicht sogar 5 Stunden freiwillig an. Geheim Jedi-Tempel versteckt unterirdisch, durch den du doch durch musst in der Queue, den du gar nicht gesehen hast. Das mag natürlich sein, ja, weil ansonsten stehst du ja dann 2 Stunden in der Sonne, ne? Das kannst du ja nicht machen. Ja, das stimmt. Ja. Aber Sneaky Dog haben sie ja mittlerweile wenigstens für Schatten gesorgt. Ja, bei Hagrid. Oh ja, stimmt. Ja, okay. Ja. Aber das Universal, denen ist ja das alles egal. Also, es geht alles. Ja, ich bin gespannt. Also das werden wir weiter beobachten. Das wird natürlich weiter hier Thema bleiben auch. Und ich werde immer jedes Mal berichten, wie jetzt so der aktuelle Stand ist, weil mich so viele Leute fragen, oh, ich fahre da jetzt hin. Was gibt's denn da gerade zu beachten? Deswegen denke ich, da gibt's noch mehr da draußen, die mich auch noch nicht mal anschreiben. Dann hören sie es wenigstens hier in der Sendung. Wenn wir jetzt nochmal das Thema Fastpass bei Millennium Falcon uns angucken. Mhm. Da muss ich ja sagen, ich bin gespannt, wie das wird, vor allem hinsichtlich der Single Rider Line, weil du hast ja die Single Rider Line und ich muss sagen, als ich jetzt da war, war die teilweise fast genauso lang wie die normale Standby Line. Und da habe ich schon gedacht, naja, hätte ich das gewusst, hätte ich mich nochmal normal angestellt, dann habe ich wenigstens die Pre-Show mit Hondo Onaka, der für mich übrigens aktuell auch der geilste Animatronic ist, der überhaupt irgendwo in den Parks ist. Und Wahnsinn, ja. Deswegen frage ich mich nur, wenn jetzt dazu noch Fastpass kommt, dann ist ja die Single Rider Line, keine Ahnung, stehst ja da eine Stunde, ne? Dann kannst du dich ja wirklich normal anstellen. Ist relativ sinnlos, ja. Ja. Und ich weiß nicht, ob du bei Fastpass, und vor allem, wenn du bei Fastpass, würde ich mich auch nur anstellen, wenn du da auch die Pre-Show siehst, ne? Weil ich finde es schon traurig bei Leuten, die jetzt Flight of Passage nur per Fastpass kennen, die niemals in diesem geilen Labor drin waren. Ja. Aber das ist noch halbwegs zu verschmerzen. Aber wenn du die Pre-Show gar nicht siehst, ist es schon irgendwie doof. Halt einiges. Genau. Und allein auch das Anstehen in diesem Hangar und so ist ja auch sensationell schön gemacht, ne? War nicht beim Millennium Falcon der Zugang für die Disabled Card über die die zukünftige Fastpass Line geregelt. Genau. Ja, dann kommt man kommst du in die Pre-Show mit rein. Okay. Also dann ist das so geführt, dass es vorher, kurz bevor es in den Raum zu Hondo geht, gibt's. Okay, immerhin, weil das wäre ja sonst echt mies. Ja. Durch die Montagehalle und so weiter, da kommst du nicht durch, aber durch. Ja. Das haben sie besser gelöst als bei Flight of Passage. Ja. Okay, immerhin, ne, dann bin ich ja beruhigt, ja. Sonst wäre das ja echt fies. Aber dann gut, dann könnte ich mir auch Fastpass vorstellen. Insofern. Single Rider Line wird dann halt eben länger stehen. Also. Ob das dann Sinn hat, sich da anzustellen, keine Ahnung. Ja, eben, ne? Also das, wie gesagt, erstmal stehst du auf dieser blöden Treppe irgendwie in dieser kahlen Halle drin und dann stehst du da noch relativ lange. Ja. Ah, das hört sich nicht so zielführend an. Nee, also war nicht so der Erfolg, aber ist ja auch okay. Also, aber klar, da stehen natürlich auch immer viele, die gar keine Single Rider sind, weil sie denken, es geht schneller. Wenn das dann am Ende so ist, dass da halt wirklich nur Leute, die jetzt irgendwie alleine sind und das auffüllen und der Rest sich normal anstellt, ja, also schauen wir mal, wie das Ganze wird. Auch das werden wir beobachten. Ist mal ein spannendes Experiment. Ich bin gespannt. Ja. Ja, kurze Seiteninfo. Falls ihr vorhabt, aktuell Disneyland, Shanghai Disney oder Hongkong Disneyland zu besuchen, die haben zu, wegen des Coronavirus. Ja, keine Ahnung. Ich meine, am Ende jetzt stellt sich heraus, so gefährlich ist der dann auch wieder nicht. Und die Grippe ist gefährlicher, aber
ich meine, die werden trotzdem wissen, bevor die Leute da Angst haben oder bevor sich da einer doch was holt oder solange man noch nicht weiß, wie weit das jetzt sich hier überall verbreitet. Die Leute haben wahrscheinlich Sorge und werden eh nicht hingefahren. Da macht man halt zu, bis das Ganze vorbei ist, ja. Ich finde die Panik bei uns geschoben wird vollkommen überzogen, weil, ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Absolut. Da ist in China Panik vielleicht schon eher, ne? Relativ unsichere Situation, weil man eben über das Virus noch nicht so viel weiß, weil es ja eben recht neu ist, finde ich dann durchaus in Ordnung. Also, zumal ja in China auch da ganze Städte unter Quarantäne stehen, dann ist es eigentlich nur logisch, dass so Orte, an denen Menschen aus aller Welt zusammentreffen und sich sonst wohin verteilen. Es geht ja auch darum, die Ausbreitung in andere Teile der Welt zu verhindern und dadurch kommen halt weniger internationale Kontakte zustande. Und man muss auch sehen, ich weiß nicht, ob die das so in jedem Fall geschlossen hätten, wenn jetzt eine andere Jahreszeit wäre, aber halt eben die Zeit rund ums chinesische Neujahrsfest mit einer riesen Reisewelle, in der innerhalb von wenigen Tagen mehr Menschen verreisen, als die ganze EU Einwohner hat, ja nochmal eine besonders kritische Situation. Ja, klar. Absolut, ne? Aber ich meine, ich kann es verstehen, dass man es in China halt macht, aus den von euch genannten Gründen. Ich denke, über kurz oder lang wird man das Ganze, ich meine, wenn sie auch nicht leisten können, jetzt ein halbes Jahr zuzumachen, ne? Man wird sich das jetzt mal anschauen und dann wird's irgendwann wieder öffnen. Ich hoffe, ich will da irgendwann mal hin, aber klar, ich würde jetzt aktuell wahrscheinlich auch nicht unbedingt nach China fliegen, ne? Obwohl man jetzt als mittelalter, gesunder Mensch da jetzt wahrscheinlich nicht dran stirbt, aber trotzdem muss ja nicht sein. Also mit leisten können, ich glaube, Disney hat da relativ wenig Einfluss drauf, gehe ich von aus. Ich denke nicht, dass die aus eigenen Stücken zugemacht haben. Es gab eine Anordnung. Es gab ja Versammlungsverbot für Zusammenkünfte von mehr als 200 Menschen. Und dadurch ist Shanghai ja auf jeden Fall, also Shanghai ist dann drunter gefallen. Das konnte die chinesische Regierung zunächst nur für Shanghai natürlich durchsetzen, weil Hongkong als Sonderverwaltungszone hat da ja gewisse andere Rechte. Genau. Oder konnte das noch halbwegs eigenständig entscheiden. Inwieweit die Entscheidung in Hongkong jetzt unter Druck von Mainland China gefallen ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber bei Shanghai zumindest denke ich nicht, dass Disney irgendeinen Einfluss hatte auf die Entscheidung. Ja, und vor allem, ich glaube auch, ne, gut, nun ist es ja nicht die Disney Company selber, die asiatischen Parks, aber auch da will man vielleicht auch vermeiden, dass einer sagt, ich habe mich in Disney irgendwie mit dem Coronavirus angesteckt und so. Insofern, ne, dann geht man da mal irgendwie auf Nummer sicher so ein paar Tage zu. Wahrscheinlich sind die auch mal froh, wenn was ein paar Tage zu hat, dann können die mal sagen, komm, hier spontan wird alles gewartet und so. Ja, vielleicht kommt das auch hier und da mal ganz gelegen, wenn man mal so einen Grund hat, ja. Genau, aber wie gesagt, wahrscheinlich, bis ihr die Sendung hört, ist es vielleicht auch schon wieder besser, weiß man nicht. Ich denke jetzt nicht, dass es monatelang zu haben wird, aber eben aktuell, falls einer trotz des Virus halt vorhatte, irgendwie dahin zu fahren, die chinesischen Parks, dann oder gerade dort eine Gegend ist und sagt, ich will mal in die Parks, dann wisst ihr das jetzt, dass dort aktuell zu ist. Dann habe ich noch so als letzte größere News der letzten 3 Wochen, dass in Epcot der ein oder andere neue Film gestartet ist oder die ein oder andere neue Attraktion, beziehungsweise nicht Attraktion, noch nicht. Die nächste Attraktion, die dort startet, ist natürlich Ratatouille, die demnächst dann aufmacht. Da wurde jetzt auch endlich das Gusteau-Schild angeliefert, was dort draußen hängt. Und ich weiß nicht, ob es trotzdem auch nochmal in der Queue auch hängt, aber auf jeden Fall hängt es ja da draußen davor. Und sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Gut, wir kennen ja alle höchstwahrscheinlich die Attraktion. Das wird jetzt nichts sein. Das wird endlich mal was sein, wo ich sage, ach, da stellt euch da ruhig alle an in Epcot. Ich fahre gerne andere Sachen, aber das kann ich auch in Paris fahren. Ja, ja, also ich werde es auf jeden Fall fahren. Allein schon deshalb, weil ich es gerne mal auf Englisch hätte. Ja, genau. Das habe ich auch schon gesagt. So geht's mir auch, ja. Aber ich finde es generell spannend, wie der französische Pavillon insgesamt ausgebaut wird. Auch wenn ich jetzt nicht der mega Beauty and the Beast Fan bin, aber ich meine, es gibt neue Singalong, es gibt dann die neue Caperie, es gibt eben Ratatouille. Einzig, was mich da ein bisschen wundert, so wie sie den auffrischen, ist, dass sie nicht auch den Impressions de France, den Film aktualisiert haben. Doch, ja, der ist ja jetzt in 4K. Ja, aber die Szenen sind halt. Die Szenen sind die gleichen. Ja, ja.
Du hast das immer noch, ich habe den neulich mal wieder auf YouTube angeschaut und da ist es wirklich so, dass du halt, ne, wenn du da stehen auch noch, also ich habe das in einem anderen Podcast gehört und habe da mal drauf geachtet, die Preise noch in Franc da stehen. Der ist aus der Urzeit. Ja, das ist siehst du an den Schlaghosen und wie die Leute gekleidet sind. Also noch in Franc dran stehen, fände ich jetzt gar nicht so schlimm, dass wir dann immerhin, ja, bis 2001 noch möglich sind. Genau. Ja. Viel, viel älter noch. Oder Mont-Saint-Michel wird da gezeigt, noch, ja, von Touristen besucht. Das ist ja heute eine Touristenschleuder. Also ja. Die Aufnahmen wie da wären gar nicht mehr möglich heute. Ja, ja, genau. Ja, also das verstehe ich auch nicht, ne, warum man da nicht mal irgendwie was Schönes macht. In Kanada hat man es ja gemacht. Der neue Film Canada Far and Wide. Also da sind Szenen aus dem alten Film drin. Ich fand den Kanada-Film immer sehr, sehr schön. Mhm. Ja, wobei ich die alte Variante, die von Martin Short gesprochen wurde, noch ein bisschen schöner finde, als jetzt, so was die Sprecher angeht, weil irgendwie Martin Short natürlich super lustig ist und auch sehr prägnant klingt. Da hat man jetzt wenigstens an dem alten Lied festgehalten. Das fand ich auch immer eines der schönsten Lieder aus den Pavillons, das Kanada-Lied. Und ja, das hat man ein bisschen erweitert, den Film. Sehr, sehr schön, kann man sich ja auch mal anschauen. Da habe ich letztens was Lustiges gehört. Es ist nicht die kanadische Nationalhymne, nur zur Info. Ich meine, ja, das stimmt. Aber das klingt fast sogar schöner, aber. Viele Besucher irgendwie dafür gehalten, ja. Ach so, nee, genau, das ist es nicht. Es ist einfach nur ein schönes Lied. Ja. Genau, ja, und dann hat im Land Pavilion noch der neue Film aufgemacht, den ich jetzt nicht so gelungen finde. Awesome Planet. Awesome Planet, genau. Da würde ich jetzt, ne, um mal aus der Hitze rauszukommen, mich mal reinsetzen. Aber ansonsten, ja, da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Das ist irgendwie 0815. Es kann ja nicht unbedingt schlechter sein als From Bean to Bar. das stimmt. Shock Experience, das vorher drin war, was im Prinzip ja nur ein Shop für Girardelli war. Genau. Ja, also da auch die vorherigen Filme, das war alles dann nicht so, also irgendwie da aus der Ecke machen die irgendwie nicht viel, aber nee. Naja, gut. Aber ich meine, der Land Pavilion hat sonst ja wirklich viel zu bieten. Ja. Soaring-Klasse, Living-Land-Klasse, mit Garden Grill, mit einem super Character Breakfast, mit einem super Counter-Restaurant, der Pavillon ist ja wirklich sehr gut. Absolut, also da ist, ne, also das ganze Essen da ist lecker und also ich bin auch immer wieder da gerne drin, ich mag alle Attraktionen, also da geht's mir genauso. Garden Grill ist immer mein Tipp, wenn mich einer fragt, wo ist das mit das gescheiteste Character Breakfast, rate ich immer jeden zum Garden Grill. Bin ich auch dabei, insofern kann ich auch damit leben, dass der Film da nicht so toll ist. Ja. Alles gut. Und dann, gut, ich meine, Epcot ist ja sowieso alles gerade eine Riesenbaustelle, da müssen wir auch mal dranbleiben, wie das Ganze irgendwie wird. Und vor allem, nachdem jetzt Epcot Forever wohl doch noch schneller abgelöst wird als geplant, nicht der Einzige war, dem die Show wohl nicht so gut gefallen hat, bin ich mal, ja, gespannt. In Epcot müssen wir einfach jetzt dranbleiben. Spaceship Earth hat immer noch offen, irgendwie jeder wartet drauf, dass es jeden Tag jetzt mal zumacht und das Refurbishment losgeht. Das den Umbau direkt streichen und das einfach, das tut mir richtig, richtig, richtig weh. Das im September, wir haben gerade unsere Planung gemacht für unsere Fastpässe und Restaurants und so weiter, auch wenn für die Fastpässe ja noch einige Zeit zum Reservieren ist, aber da nicht in unsere übliche Evernote-Liste Spaceship Earth eintragen zu können, das hat echt weh getan. Ja, gern. Aber wart's mal ab, vielleicht hört's ja immer noch auf, bis es weitergeht. Stört? Ja, nee, aber das tut mir auch in der Seele weh. Also klar, vor allem, weil man nicht weiß, was kommt, aber das steht noch auf einem ganz anderen Blatt, das werden wir ja hier und da nochmal irgendwie rausfinden. Ja. Ja. Als letzte News, die eigentlich gar nichts mit den Parks zu tun hat, ist aber trotzdem auf jeden Fall erwähnenswert, dass Disney Plus jetzt schon eine Woche früher startet als ursprünglich mal angekündigt, nämlich am 24. März. Also 24. März kann man dann den Streaming-Service Disney Plus auch endlich aus Deutschland raus buchen. Der Preis ist der gleiche geblieben wie in den USA, nur halt in Euro, also 6,99 € oder 69,99 € fürs ganze Jahr. Und wenn man das mal runterrechnet, das ist irgendwie, keine Ahnung, 5,50 € oder so, kann man jetzt nichts sagen. Nee, super Preis für dich. Ja,
Absoluter Preis. Und da sind super viele Filme, die man immer gerne sieht. Im Gegenteil, ich habe schon fast ein Überangebot. Ich denke mal, jetzt guckst du das. Ah, nee, guckst du das. Und also was die Filme angeht und sensationelle Serien. Ne? Also ich habe ja das Glück, dass ich mich da in den USA schon für angemeldet hatte für Disney Plus und bin auch schon jetzt ja seitdem Abonnent und habe es auch irgendwie hingekriegt, dass es hier läuft. Und da muss ich schon sagen, Mandalorian, super, super, super. Aber auch Imagineering Story, Wahnsinn, ne, für jeden Park-Freak wie wir. Und dann habe ich jetzt auch noch mal entdeckt, es gibt auch noch ein paar ganz tolle Schmankerl. Da gibt es die alte World of Color-Folge, irgendwie Around the Disneyland, Around the Seasons heißt der, glaube ich, wo wirklich Walt selber durch die Sendung führt, man ganz, ganz viele lange Videoaufnahmen von Paraden aus Disneyland kurz nach der Eröffnung sieht. Man sieht, wie Small World, die Originalversion, gebaut wurde oder dann von der Weltausstellung rübergebracht wird in die Parks und dann auch die Dedication Ceremony mit Walt selber, wo er eine Rede hält und dann auch On-Ride, wie Walt, also wie das Boot mit Walt so zu der Jungfernfahrt da durchfährt. Man sieht ganz viele Aufnahmen aus der Attraktion und also ganz, ganz spannende Dinge, ne? Und immer wieder auch irgendwie Walts Moderationen und auch Zeichnungen, Konzeptzeichnungen, also super, super spannend. Eine Stunde lang Fernsehspecial aus den 60ern. Also solche Dinge allein, dafür ist Disney Plus schon echt wert, ne? Plus natürlich alle Marvel-Filme und Star Wars und was es alles so gibt. Das hätte ich ja nicht können, die Sendung, glaube ich. Also World of Color. Wieso? Ich bin ja eigentlich überhaupt nicht nah am Wasser gebaut, schon gar nicht, was irgendwelche Dokumentationen oder Filme oder sonst irgendwas angeht. Aber ich erinnere mich an die Imagineering-Story-Folge mit die erste. Mit Epcot? Achso. Nee, Walt's Tod. Ja. Und wie extrem gerührt oder extrem, ja, die Imagineers auch noch Jahrzehnte später dann waren, also über den Moment erzählt haben, von dem sie davon erfahren haben. Ja. War unheimlich intensiv, fand ich. Und da war ich dann schon ziemlich fertig. Also ich habe ein paar Taschentücher rübergereicht. Ja, und das ist, glaube ich, das erste Mal seit 20 Jahren, dass mir sowas bei irgendwas im Fernsehen passiert ist. Nee, kann ich verstehen. Also es ging mir bei der Imagineering Story bei der einen oder anderen Stelle so. Also auch wirklich mal zu sehen, so wie diese Dinge, gerade die Folge, auch wie Epcot gebaut wurde oder so, das ging mir echt, echt nah. Ne? Es war echt ein cooler Moment einfach und für mich als Parkliebhaber und vor allem als Epcot-Liebhaber war das ganz, ganz toll zu sehen. Also nee, das war allein schon diese Einblicke, ne, was sie da alles noch so im Archiv liegen haben, ist schon echt eine coole Sache, ja. Ja, ich würde ja, also im Archiv würde ich ja kostenlos arbeiten. Also die müssten, ja. Ich würde ja auch die Übernachtung bezahlen. Also das ist mir vollkommen wurscht. Ja. Aber echt, nee, das würde ich auch sehr gerne mal sehen, ja. Nein, also wie gesagt, Disney Plus, sehr, sehr coole Sache. Ja, ich denke mal, jeder, der sich die Sendung hier anhört, wird sich das wahrscheinlich eh holen. Das wird auch ein Grund sein, da muss ich echt sagen, gut, dann hat Netflix erstmal ein bisschen ausgedehnt, ne, bis ich das da alles geguckt habe. Netflix bei uns wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich Sky. Ja. Ja, das auch, genau, stimmt. Weil ich meine, dann kommen ja jetzt kommt dann auch die letzte Season hier Star Wars, hier die Clone Wars kommt ja dann jetzt auch bald raus und ganz viele andere Dinge. Ja, also bleibt gespannt. Vorstellen, dass wir uns davon verabschieden, da sind zu viele Sachen. Sky im Moment, also Prime auch nicht, weil wir ohnehin Prime so oder so haben. Genau. Wegen den Lieferkosten, so geht's mir auch. Bei Sky, zumal Sky ja auch mit Abstand der größte Kostenfaktor ist. Klar. Und jetzt, was das Thema Disney angeht, haben die ja nach und nach dort schon alles rausgenommen. Ja, und Sky, warum wir es eigentlich hatten, vor allem in der Sportrechte, da verlieren sie einiges. Mal schauen. Außer die machen ein ungewöhnlich gutes Angebot für die Verlängerung. Und dann mal schauen, aber muss man ein bisschen warten, ja. Aber deswegen, ich meine, Disney Plus, ne, für also übers Jahr irgendwie 5,50 im Monat oder selbst 7 Euro im Monat jederzeit kündbar, ist ja auch dann echt ein Schnäppchen. Ja. Ne? Und muss ich sagen, freue ich mich jetzt dann am 24. März, dass ich dann auch ganz normal so an meine ganzen anderen Geräte laden kann, endlich und dann auch da weitergucken. Also genau, das nur mal zur Info. So, jetzt wäre ich mit den Themen durch. Fällt euch noch irgendwas ein? Ich glaube, wir haben fast alles besprochen, ne? Also zumindest, was ich hier auf der Agenda hatte. Ja, da, also wir hatten, glaube ich, vorher keine Liste gemacht, weil wir dachten ja,
du stellst das auf und es waren eigentlich ja. alle Themen drin, wie Autos anfangen. Also. Genau, so war es ja auch. Ja. Ja. Nee, dann ja, sage ich erst mal vorab, ist jetzt doch schon ein dreiviertel Stunden wieder rum, also man muss den Leuten ja auch mal einen Grund geben, dann die Sendung bis zum Ende zu hören und nicht, dass natürlich die nächste Folge draußen ist. Also wir können noch 20 Stunden weiterreden. Ich habe nämlich morgen meinen Steuererklärungstag, da habe ich gerade gar keine Lust drauf. Also ich könnte auch so noch immer weiter über das Thema reden, aber ich will das lieber ein bisschen in Etappen machen, sonst, also wenn ich irgendwann mal die 3 Stunden knacke oder so, die 4 Stunden, dann schon die Ersten, die sagen, oh, das schaffe ich nicht, bis zu Ende gehört. Wir können und, machen. Ja, 20 Stunden Mausgebabbel. Nee, parallel, live. Kann man deinen Podcast auch live? Kannst du live streamen? Boah, bestimmt irgendwie. Das gucke ich mir irgendwann mal an. Ja, ja, ich würde sowieso nur, irgendwann will ich es auch mal filmisch aufnehmen und so Geschichten. Dafür muss ich aber erstmal aufräumen. Also so lange bleibt es ein Podcast. Ich dachte gerade aus Disney Parks Show bei uns und Mausgedoppelt Podcast auf beiden parallel aufstrahlen mit ein paar Gästen, 24 Stunden. Warum nicht? Also ich sag mal, wir sind jetzt bei Folge 36. Ja. Folge 50 rückt ja näher und ich bin eben überlegen, was mache ich bei Folge 50? Da können wir uns ja noch mal ein bisschen vorab kurz schließen. Ja. Vielleicht fällt uns da noch mal irgendwas Spezielles ein. Das wäre dann irgendwann so Ende des Jahres. Ja, das hört sich doch gut an. Ja, also bis dahin passiert noch viel. Da haben wir noch ganz viele Themen. Bis dahin war ich auch wieder in Walt Disney World und ihr beiden dann auch wahrscheinlich, weil das wird dann schon Ende des Jahres sein, bis Folge 50 rauskommt. Aber da, ja, da hole ich mir mal irgendwie ein paar Leute zusammen und das wird, glaube ich, eine ganz coole Sache. Ich werde genau in der nächsten Folge auch nochmal hoffentlich die liebe Nadine nochmal hier verpflichten können, die jetzt auch über den Halbmarathon in Walt Disney World mitgelaufen ist und da auch nochmal einen kleinen Bericht drüber erhaschen, weil das interessiert mich auch sehr, wie sich das so anfühlt. Also da freut euch mal auf eine der nächsten Folgen dazu. Und ansonsten, ja, sage ich euch erstmal vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr seid demnächst mal wieder dabei, aber ja, ihr wart ja schon ein paar Mal dabei, dann denke ich mal, habe ich euch heute nicht so ganz abgeschreckt. Ja, gerne wieder. Ja. Ich bin auch froh, eingeladen zu werden. Ja, genau. Ach, sehr, sehr gerne. Ich bin ja froh, dass ihr da hier so gerne mitmacht. Ja, und dann bleibt noch zu sagen, genau, wo findet man euch? DeinDLRP.de ist die Seite, DeinDLRP.de auf Facebook, dann natürlich auf YouTube, da macht ihr mittlerweile ganz viele Shows. Bei der einen oder anderen war ich ja auch schon, oder hatte ich die Ehre, mit dabei sein zu dürfen. Da gibt's auch ganz viele tolle neue Episoden, ganz viele Themen. Ihr habt neulich eine ganz spannende Folge gemacht, Disneyland Paris, glaube ich, war es, ne, mit Behinderung. Mhm. Auch ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Also da, wenn ihr da so ein paar Spezialthemen sucht, findet ihr bei den beiden auch. Was wollt ihr denn noch loswerden, wo man mal bei euch schauen soll? Main Street Emporium, so Geschichten, ne? Jetzt könnt ihr mal alles loswerden. Unser Zweitforum quasi, bei dem es nicht nur um die Parks geht, sondern um, Zweitforum ist ein total bescheuerter Begriff, unser Zweitestforum, bei dem es nicht nur um die Parks, sondern um alles rund um Disney geht. Da wollen wir auch in naher Zukunft sehr deutlich ausbauen. Kommt da mal vorbei, msemporium.de. Und ja, so ist unsere verschiedenen Kanäle und Social Media, da gibt es ja einige. Genau, wenn ihr Fragen habt, wo euch irgendwie andere User vielleicht weiterhelfen können, sind Foren oder Facebook-Gruppen ja immer ein guter Treffpunkt. Genau, und ich habe gerade gelernt, der Trend geht zum Zweitforum. Hast du noch eins? Nein, ich habe noch nicht mal eins. Ich habe nur einen Blog. Ein Blog und einen Podcast. Ich bin noch oldschool. Ja, apropos Blog, klar, mausgebabbel.de ist die Seite und der Blog, da findet ihr auch die Shownotes zu dieser Sendung und ja, und hier und da mal ein paar News, wenn ich einfach Zeit habe, daran scheitert es ja meistens, aber hier und da schaffe ich es dann doch mal was da zu posten, ansonsten auf Facebook natürlich und auf Instagram, sage ich ja immer wieder, Instagram irgendwie regiert aktuell die Welt gefühlt und deswegen folgt mir da, dann seht ihr auch, wann die neuen Folgen rauskommen, wenn sie euch euer Podcatcher nicht sowieso irgendwie runterlädt, dann könnt ihr das auf Instagram sehen, aber auch auf mausgebabbel.de, aber auch auf Facebook und sogar auf Twitter. Und dann hört's bei mir auf, was Kanäle angeht. Und euch findet man ja da auch überall. Und auf Pinterest habe ich mal irgendwann gelernt, aber das ist wahrscheinlich nicht mehr aktuell, oder? Nein, also es gibt uns, aber da waren wir eigentlich nie wirklich aktiv. Wir wollten das mal, aber irgendwie. Aber das ist die Zeit irgendwie. Ja. Nee, also alles kann man ja auch nicht bedienen, ja. Das ist zu schwer, also. Ja. Wenn der Tag 28 Stunden hat, sind wir vielleicht auch auf dem Rest. Genau, bis dahin, genau, bleibt alle auf den üblichen Kanälen. Ja, also nochmal, ich sage vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne.
dann bin ich soweit raus. Ihr könnt noch Tschüss sagen. Tschüss. Dann sage ich auch Tschüss. Das war Folge 36 von Mausgebabbel. Damit bin ich fertig und aus die Maus.